das Spiel schon mal gespielt, aber vielleicht sieht man es ganze 34 Minuten. Deswegen, ich habe keine Ahnung mehr, was da losging. Deswegen, wir machen mal ein neues Spiel. Auf normal. Ich habe nichts mehr zu trinken, aber zum Glück habe ich hier noch Tee neben mir stehen. Hinten lehnen. Noch was unter die Füße. Wir nähern uns dem Abbaugebiet. Alle Förderschiffe bleiben in Formation. Wingman, du bildest das Schlusslicht. Okay. Verstanden. Ich vermute mal, ich bin Adam. I guess. I'm Wingman. Flieg mit WASD. Schießen darf ich noch nicht. Verdammt! Was ist los? Die Booster sind blockiert. Kann jemand aussteigen und schieben? Hey Ben, hier hinten ist jemand liegen geblieben. Verstanden. Wir treffen uns bei seinem Chef. What? Was ist los mit dem Ding? Kein Problem. Kann ich reparieren. Na also, geht doch. So gut wie neu. Danke, Ben. Ich habe fast keine Nanobots mehr. Sag mal, wie geht's auch nicht so mit deinem Schiff? Nur der übliche Verschleiß. Erzähl mir nicht, dass du noch einen Mobilitätscheck machen willst. Wir wollen doch nicht riskieren, dass dein Schiff mitten in einem Kampf auseinanderfällt, oder? Also gut, tu dir keinen Zwang an. Zeig mir erstmal zwei hübsche Strafes. Links und rechts. So. Juhu. Und noch einer. Und jetzt hoch und runter. Ich kann dein Grinsen förmlich hören. Ist es nicht schön, zur Abwechslung mal jemanden zu haben, der sich um dich kümmert? Also, das links ist so. Zum Schluss noch einen letzten Strafe. Mit einem Boost nach rechts. Wie booste ich denn? Booste? Also, wenn nach rechts. Wenn ich das drücke, für das Ausweichen von Raketen würde ich dir 4 von 9 Punkten geben. Ja, gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, mit was für einem Schrotthaufen du da rumfliegst. Ja. Erzähl das mal Callahan. Ich wette 10 Credits darauf, dass er damit droht, diese Schicht von unserem Gehalt zu streichen, wenn wir ihn nicht einholen. Nein, er ist ein Idiot, aber so schlimm auch wieder nicht. Die Wette gilt. Dann sollten wir ihn nicht warten lassen. Ups. Wie sieht's zu Callahan auf? Boost! Acht Schichten. Hast du dich endlich für eine Heimatwelt entschieden? Cruise-Antrieb? Eden 12 soll's sein. Der Name ist lächerlich, aber zu diesen terraformten Seen kann man einfach nicht Nein sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird, endlich draußen zu sein. Für uns wird es Plasma-Gin und Sonnenuntergänge geben, mein Freund. Nach den ganzen Strapazen, die wir hinter uns haben, ist das das Mindeste, was wir verdient haben. Na, wenn das nicht unsere beiden Faulenzer sind. 5 Sekunden länger und ich hätte diese Schicht von eurer Abrechnung gestrichen. Ja, ja, klar. Wie ist die Lage? Der Eingang wird von Hydra-Anemonen blockiert. Und da du dafür bezahlt wirst, solche Angelegenheiten zu regeln, dachte ich, ich wäre so nett und würde dich deine Credits verdienen. Bin schon dabei. Rechter Trigger für Schießen. Ist so laut, wa? Nur für mich laut? Ich glaube nicht. Ist, glaube ich, für euch auch laut. Einstellungen. Könnte daran liegen, dass die Gesamtlautstärke noch ein bisschen laut ist. Immer noch blockiert? Sehr schön. Wingman, du gehst zuerst rein und sicherst einen Weg zum Kern. Der Techniker wird mit Abstand folgen, falls etwas repariert werden muss. Wie viel Abstand? Brumm, brumm. Genug für eine Kehrtwende, falls es Schwierigkeiten gibt. Die anderen warten mit mir draußen, bis ich das Signal gebe. Alles klar, ich gehe rein. Bin ja schon drin. Ruf. Voll cool.
Daran erinnere ich mich irgendwie gar nicht mehr so, dass man so hier reingeflogen ist. Ich glaube, ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, da hat es weniger imposant gewirkt. Und weniger cool. Aufwärts-abwärts fliegen, rechts-links rollen, mit. Sieht aus, als hätte die letzte Schicht den Asteroiden nie verlassen. Das Rollen ist ja super schwierig. Ehrlich gesagt. Mach mal den ganzen Kram mal platt, ne? Und mach mal die ganze Anemone platt, weil die ja sonst Probleme machen. Das Rollen würde ich gerne noch was an. Also. Dass das Rollen für gleich ist wie das Ziel, weil ich muss drücken und dann noch drehen. Also. Das ist irgendwie nicht so angenehm. Ich hoffe, ich brauche Rollen nicht so oft. Hydra-Anemonen. Warum heißen die wohl Hydra-Anemonen? Hier sind jede Menge tote Outlaws und Minenarbeiter. Ja. Und da die Hydren Zeit hatten, sich auszubreiten, sie aber noch nicht verschlungen haben, würde ich sagen, sie haben sich vor weniger als 48 Stunden gegenseitig umgebracht. Verdammt. Vielleicht solltest du doch besser umkehren. Einige der Outlaws könnten noch am Leben sein. Vergiss, Callahan. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Was ist das hier? Durchsuchen. Arterium und Robust durch leicht bildet diese Reflektiermaterialien weit entfernt von der Wärme und der Sterne und können ziemlich groß werden. Und 38 Credits. Okay, was Credits ist, ist relativ klar. Ethereum-Kristall. Nehme ich mir doch einfach mal mit. Oh, die cool. Flieg mit mir selber, ich flieg mit Ben. Eingang zum Kern. Der Zugang zum Kern ist eingestürzt. Versuch's mal mit deinen Raketen. RB. Wer auch immer die geschickt hat, könnte noch da drin sein. Wir werden sehen. Ich drehe mich auch mal wieder zurück. Das ist so frech. Terminal. Gehen wir mal zum Terminal. Terminal hacken. Muss ich gedrückt halten, okay. Warte hier, ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Hallo. Was ist denn das hier für eine Ausgrabungsstätte eigentlich? Kuckuck. Dann seh ich die Summe hier einfach in die Mitte. Ab und zu ruckelt's mal, bleibt's kurz hängen. Hallo? Hallo? Ohne den Kern. Sind wir nicht im Kern? Kann ich die Schusswaffe ein bisschen leiser stellen? Wobei, vielleicht ist das gerade der Witz da dran. Und nicht gefunden, was sie von mir wollen, dass ich finde. Oh. Endlich, mein Rettungsteam. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Hallo? Hey, du wirst GSB abschauen. Damit mache ich dich fertig. Tut mir leid, Kumpel. Aber hier draußen gibt's keine Rettungstrupps. Coilgun. Oh, gut, es könnte gleich heiß hergehen. Wir waren Outlaws und vielleicht kommen noch mehr. Ja und? Wir haben immer noch eine bewaffnete Eskorte da draußen. Sie könnten jeden Moment hier sein. Ein Grund mehr, schnell zu arbeiten. Packen wir es an. Die wollen hier Leute. Die Kristalle abbauen, diese oder was? Bauen sich nicht von ja, ja, genau. Okay, klar. Denn dieser Outlaw war von Bloodstar und nicht nur irgendein Handlanger. Er hatte sogar eine speziell angefertigte Coilgun. Ich werde den Hauptschacht im Auge behalten. Und ich werde die Coilgun behalten. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen. Wieso drehe ich ihn wieder zurück? Also, wenn ich den mache, dreht er sich doch trotzdem wieder zurück, ey.
Inventar. Nein, da. Kolgan, kinetischer Schaden. Okay, ich mache einfach eine extra Ausrüstung. Ja, es ist ja. Die ist schon mal deutlich heftiger. Behaltet die Minenarbeiter im Auge. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Kristalle in den falschen Taschen landen. Was ist das für ein Gerüttel? Das könnte das Rettungsteam des Bloodstar-Typen sein. Und wenn sie unsere Eskorte draußen entdeckt haben, werden sie nicht nur mit Sanitätern anrücken. Die Waffe lädt sich so langsam. In Ordnung. Ich möchte, dass alle ruhig bleiben und sich von den Wänden fernhalten. Ich brauche wahrscheinlich mehr Energie. Für Dinge. Die mehr und bessere Energie erzeugen. Oh, holy! Die kommen nicht zum Eingang rein. Zeit, meine Credits zu verdienen. Kommandant, sind Sie hier? Verdammt, GNB, Sie sind vor uns angekommen. Kein Problem, mehr Lösung. Ich muss nur so ein bisschen zielen, ungefähr. Anscheinend. Nur noch einer übrig. Wo ist er? Die Sau. Perfekt. Die Kolgan haut rein. Alles okay. Holy shit. Hey, nimm meine letzten Nanobots. Du wirst sie brauchen. Von wem? Sensoren leuchten wie verrückt. Es kommen noch mehr von denen durch den Hauptschacht. Wenn du anders reparieren, den du B hältst und rechts drückst. Okay, hab ich repariert. Sprenge den Bohrkopf auf. Okay, wir müssen jetzt hier durch raus, warum nicht durch den Eingang, den wir reingekommen sind? Also, wenn das cooler. Müsste eigentlich gefightet werden hier. Oh, what the? Ich will hier weg, wenn da eine ganze Cruiser ankommt. Versucht euch vorbeizuschleichen. Ich werde sie beschäftigen. Ich kann nicht wechseln. So wechsle ich. Sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Sie sind irgendwie hinter mir. Alles, was schießen kann, erstmal rausnehmen. Damit wir eine zahlenmäßige Überlegenheit kriegen. Boah. Wuppapa. So, jetzt haben wir die fette Gun. Fast keine. Ich kann nicht springen. Du machst das schon. Wir sehen uns in der Basis. Okay, dem mache ich irgendwie keinen Damage. Tut mir leid, Ben. Wie lange dauert es, bis du wieder springen kannst? Das Triebwerk ist zu heiß. Es muss erst abkühlen. Ich verschaff dir etwas Zeit. Kaboom! Big Booms macht Kaboom. Er kann echt nicht beschissen schießen, ne? Ich schaff das.
Überlegt. Ben? Ich brenne. Durchhalten. Ich bin auf dem Weg. Wir haben das fette Ding zerlegt. Ben, ich komme. Wo muss ich hin? Also dem soll ich. Dude. Hier kann ich nicht cruisen, ne? Düs, Onkel Ben retten. Der brennt. Also im Grund. Ben, bist du okay? Was zum Teufel war das? Alle Systeme sind ausgefallen. Ich hab das fette Ding aber zerlegt von den Outlaws. What? God damn it, damn it, damn it! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Los, rein da! Verdammt! Du verschwendest deine Energie. Wir sind von einem Kraftfeld umgeben. Abwarten und das Beste draus machen. Wir sind von Metall umgeben. Dein Arm sieht übel aus. Ein Willkommensgruß? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Wollten nur mal wieder schauen, ob ich rede. Wo haben sie dich aufgegabelt? Ist das eine GNB-Uniform? Gut erkannt. Diese Typen haben keinen Stil. Amateure. Die werden versuchen, einen guten Preis für dich rauszuschlagen. Wenn du dich so gut auskennst, müsstest du doch einiges über Outlaws wissen. Ich weiß viel mehr. Mehr, als die je aus mir rauskriegen werden. Hört ihr? Wenn das mal nicht die Gasmaske ist, wo ist dein Boss? Die Dinge haben sich geändert, Bashar. Und weil dein Zellenkollege den Chief umgebracht hat, habe ich jetzt das Sagen. Weil ich den Chief umgebracht habe? Und ich werde dafür sorgen, dass du von deiner Beleidigung mehr leidest als je zuvor. Wo ist mein Freund, Corbin Grendel? Er ist auf der Krankenstation. Noch. Vielleicht lebt er lange genug, um noch etwas Lösegeld anzubringen. Hey, ich schon da rein. Scans bist du ein militärischer Klonpilot. Kein Wunder, dass du meinen Vorgänger erledigt hast. Ich frage mich, wie viel du wert bist. Was, wenn ich dein Profil rausschicke? Schlechte Idee. Dir würde nicht gefallen, wer mich dann suchen kommt. Warum sollte ich auf einen Klon hören? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Aber ist ein Klon wirklich was wert? Interessant. Die Station steht unter Beschuss. Bemannt die Geschütze. Freunde von dir? Ja, solche, die mich tot sehen wollen. Die kommen natürlich dann nicht mit Lösegeld. Das Kraftfeld ist weg. Das ist unsere Chance. Stemmen wir die Tür auf. Los! Und er weiß genau... Moment, wenn ich nämlich Stromausfall, warum ist der Strom drauf? Sieh! Irgendeine hydraulische... Verschwinden wir, solange sie abgelenkt sind. Irgendwie hydraulische Verschließungsmechanismus auch... Hier geht's zum Hangar. Ausgemacht. Ich gehe nicht ohne meinen Freund. Sei kein Idiot. Er ist so gut wie tot. Na gut, hol ihn. Aber schnell. Hey, Ben. Was ist los? Das ist unsere Chance zu verschwinden. Nehmen wir mit. Komm. Vergiss es. Ich bin erledigt. Ich bring dich hier raus. Keine Widerrede. Hier drüben. Danke fürs Warten. Keine Ursache. Kann man auch mal entspannt machen. Vielleicht habe ich mehr Glück mit einem Klonpiloten. Wir haben unterschiedlich, aber wir haben jetzt Outlaw-Jäger geklaut. Also jetzt müssten wir als Piraten erkannt werden. Oh, holy, ist das laut. Vorsicht! Betrachten Sie das als Warnschuss. Angreifer wird geraten, sich sofort zurückzuziehen. Das hier ist es. Aber der Batz macht's ja. Macht's richtig, aber der Batz. Okay, wir hauen hier wir nicht schon genug Probleme. Heimlich ab.
imperiale Flotte. Wir sollten zusammenbleiben, wenn wir das hier überleben wollen. Mach dich bereit zu springen. Keine Chance. Die Antriebe sind blockiert. Da unten ist ein Sprungstörsender. Okay, müssen wir den Sprungstörsender erstmal platt machen oder können wir einfach weiter wegfliegen? Neue Mission, Blindflug. Ich hoffe, du weißt, wie man mit einer Kanone umgeht. Das ist nicht mein erster Tag. Weiß ich. Richtig, die Sache mit dem Militärklon. Rumballern liegt dir in den Genen. Deaktivieren. Deaktiviert. Springen funktioniert immer noch nicht. Meine Sensoren erkennen zwei weitere Störsender. Finden wir sie und hauen ab. Bleib einfach außer Sichtweite des Kreuzers. Dann versuchen wir mal, uns hier ein bisschen lang zu schleichen. Ben, alles klar da hinten? Ich weiß nicht. Sieht übel aus. Ich bring uns hier raus. Versprochen. Düs, düs, düs. Komm ich denn da rein? Ist ja voll fies versteckt. Richtig hart versteckelt. Das ist doch direkt unter mir jetzt, oder? Hier kommen 9 Kilometer? Ne, da muss ich hin. Richtig mies. Deaktivieren. Zwei ausgeschaltet. Wait, da ist noch was. Ich versteh's nicht. Die Flotte hat hier nichts zu suchen. Supra-Gel. Das ist unsere letzte Warnung. Leite Scan aller Einheiten ein. Einen militärischen Klon zu unterstützen, ist ein Verstoß gegen den Friedensvertrag. Übergeben Sie ihn. Wir finden ihn so oder so. Sind Sie hinter dir, Herr? Ich hab der Gasmaske gesagt, er soll mein Profil nicht senden. Bringen wir es zu Ende und hauen ab. Da ist er. Lauf, lauf, lauf. Flyboy. Deaktiviert. Wir haben Sie identifiziert, Mr. Roslin. Ich schlage vor, dass Sie Ihren Sentinel kampflos übergeben. Halt dich fest, Kumpel. Wir erreichen gleich Supralicht. Oh, Mann. Du hast die Ult eines Schiffes vollständig aufgeladen. Ults sind spezielle Schiffsfähigkeiten, die aktiviert werden können, um eine mächtige Offensive- oder Defensivfähigkeit zu entfesseln. Die werden normalerweise durch das Abschießen von Gegnern aufgeladen und müssen benutzt werden, um wieder aufgeladen werden zu können. Hand darauf, deine Ult nicht an einen einzelnen schwachen Gegner zu verschwenden, aber hebe sie dir auch nicht zu lange auf, da es nur eine Frage der Zeit ist, wann die Ult wieder voll aufgeladen ist. Du kannst die Ult auch unterbrechen, während sie aktiv ist, um die verbliebene Energieladung zu erhalten. Und jetzt? Schleuniger auf Supralicht. Sprungantrieb. Kaboom! Nice! Puh! Alles okay, Ben? Unentdeckt. Verdammt. Er ist ohnmächtig. Sie versuchen uns zu orten. Du musst deinen Navigationscomputer ausschalten. Sofort! Ich kann doch nicht blind fliegen. Tu es. Drück LS und beschleunige langsam. Die Anzeige ist leer. Was jetzt? Ich gebe dir die Koordinaten. Moment. So. Siehst du die hübsche Markierung? Das ist unser Ausweg. Ich habe schon öfter Klone kämpfen sehen, aber verdammt. Nicht dein erster Let's go. Du bist eine verdammte prima Ballerina. Voll hübsch. Adam, und das da hinten ist Ben. Er braucht dringend einen Sanitäter. Die einzigen Sanitäter hier draußen arbeiten für G&B. Und da willst du im Moment nicht sein. Nicht mit einem Flottenhaftbefehl im Nacken. Nein, wir waren schon mit einem Fuß aus der demilitarisierten Zone raus. Sag mir nicht, dass du so einen GNB-Rentenvertrag hattest. Er heißt Lionel Grady Ruhestandsplan. Sind was für Narren, mein Freund. Ich bin übrigens Dax.
Versetzen wir deinen Kollegen in meinem alten Versteck in Stasis. Das gibt okay, damit wir ihn dann irgendwie retten können. Schätze, ich habe keine andere Wahl. Wenn nicht weiter ausblutet. Wie weit haben wir es noch? Lichtsekunden. 3, 2, 1. Raum. Ist schon eine Weile her. Hoffentlich ist der alte Rosthaufen noch nicht auseinandergefallen. Ich glaube, bis zur Basis ungefähr habe ich gespielt. Länger dann nicht. Das waren die 34 Minuten, die ich gespielt habe. Hey Kumpel, wir sind da. Oh Mann, das sieht schlimm aus. Ben reagiert nicht. Wir müssen irgendwas tun. Es gibt eine Krankenstation, aber wir müssen erstmal zum Kontrollraum. Das ist also dein Versteck. Das ist ja riesig. Eine alte Militärbasis. Hab sie nach dem Krieg gefunden. Hab mich hier ein paar Jahre versteckt, nachdem die DMZ gegründet wurde. Da wären wir. Würde ich natürlich auch nehmen. Einfach mal so eine Basis, die schon fertig gebaut ist. Ja, schein alleine. Ich dachte. Nur Strom aus. Ein Problem mit dem Reaktor. Wir haben nur ein paar Grundfunktionen. Was ist mit der Krankenstation? Die Kryokapsel läuft mit Notstrom, aber keine Chance, die medizinischen Einrichtungen zu aktivieren. Im Moment können wir deinen Freund nur einfrieren, bis der Reaktor okay. wieder läuft. Aber so können wir ja den Freund halten. Schaffen wir ihn so schnell wie möglich da rein. Alles klar. Lodia Station. Schön vorsichtig. Um den Reaktor zu reparieren, brauchen wir Ersatzteile. Ich kann dir dabei helfen. Flug zur Kamera, ja. Warum läuft da eine Kamera an Notstrom? Eigentlich ja ganz schön hier. Es war wirklich nur ein Übergangsversteck. Aber man kann sagen, wir hatten hier gute Zeiten. Du warst also nicht allein? Hier ist die Kryo. Ja, sieht noch funktionstüchtig aus. Schlaf gut, Kumpel. Erledigt. Dann kümmern wir uns mal um den Reaktor. Let's go, Reaktor. Ich hab das Gefühl, du verheimlichst mir was. Dieser Ort. Wovor habt ihr euch versteckt? Was ist mit deinen Kollegen passiert? Ja, ich dachte mir schon, dass du Fragen stellst. Pass auf. Ich hab dir vertraut. Warum riskierst du jetzt nicht dasselbe? Vertrau mir auch. Sag's doch einfach. Ich sage dir über Funk, was du wissen musst. Warum über Funk? Als ob man das nicht mal in zwei Minuten klären kann, wovon man sich versteckt hat. So ein, wir waren Deserteure und wir wollten nicht mehr kämpfen. Hier muss jede Menge repariert werden. Aber wir haben noch genug Ressourcen, um unsere Schiffe zu flicken und Munition aufzufüllen, falls wir Probleme kriegen. Im Lagerraum ist auch noch etwas Platz. Du kannst deine Fracht also jederzeit abladen, wenn es in deinem Sentinel zu eng wird. Hier ist eine Liste mit den Sachen, die wir brauchen, um den Reaktor zu reparieren. Metallschrott, ein Kühlaggregat... Sollte kein Problem sein. Das Kühlaggregat könnte problematisch sein. Schau dir das Trümmerfeld in der Nähe an. Da könntest du am ehesten eins finden. Altmetall, Ich habe mir übrigens erlaubt, zwei Routinen in deinem Schiff zu installieren. Einen EMP-Generator und einen Powerbooster. Ich weiß nicht, ob ich gut finde, dass du an meinem Schiff herumspielst. Bedank dich bei mir, wenn dir eine meiner Routinen das Leben rettet. Was? Deine erste Routine erhalten. Offensivroutinen sind unverzichtbare Instrumente, um die stärkeren Gegner oder große Gruppen fertig zu werden. Während Defensivroutinen einem Piloten helfen, länger zu überleben. Einige Routinen benötigen ein Ziel, das sich in Reichweite befindet, um zu funktionieren. Andere können jede Situation aktiviert werden. Routinen können mit Upgrade-Tokens, die bei Stufenanstieg erhältst, verbessert werden. Wenn eine Routine Stufe 5 erreicht, werden die jeweiligen Routinen-Modi freigeschaltet. Mit diesen kannst du die Routinen nach deinen Wünschen optimieren und Synergien finden und ausnutzen. Rüste Routinen im Schiffsmenü aus, experimentiere mit verschiedenen Routinen und Modi und finde die richtige Mischung, die zu deinem Spielstil passt. Ist, glaube ich, fortsetzen. Herstellen, Inventar. Keine Ahnung, ob ich irgendwas herstellen kann. Ich glaube, ich kann hier nichts herstellen.
Inventar, da ist auch noch nichts drin. Schiff erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der alle Ziele in einem Radius von 500 Meter um das Schiff für 6 Sekunden außer Gefecht setzt. Katapultiert das Schiff für 2 Sekunden nach vorne. Karte, Mission, ein Neuanfang. Abdocken. Oh, cool. Hier ist ein Übergang. Cruise Control. Ich schätze, GNB wusste nicht, dass du ein Klon bist. Nein, nur 8 weitere Schichten und sie hätten mir ein Ticket nach Eden 12 bezahlt. Eden 12, hä? Was für ein lächerlicher Name. Es gibt dort Seen. Cool, ich liebe Seen. Als ich ein Kind war, ist mein Vater fast jeden Tag mit mir Kajak gefahren. Das war auf Byron 4, kurz bevor der ganze Planet vor die Hunde ging. Was ist ein Kajak? Dein Ernst? Mist, wir haben Besuch. Überlass das mir. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Geschenktüte zu öffnen und eine deiner neuen Routinen auszuprobieren. Ich schließe so lange die Haustür ab. Für alle Fälle. Halte X und drücke... Ah ja. Rechts oder nach oben, vorwärts zu boosten, vorwärts auszuschalten. Oh Gott, das wollte ich nicht. Mit zwei grundlegenden Arten von Schaden, Kinetikschaden und Energieschaden. Während die Schilde ausschließlich von Energieschaden gesenkt werden können, kann eine Panzerung nur durch kinetischen Schaden beschädigt werden. Sobald das Schild unten und die Panzerung zerstört ist, werden beide Schadensarten die Hülle beschädigen. Normalerweise wirft eine Waffe beider Arten von Schaden, aber je nachdem, welche Waffe höher ist, wirst du verschiedene Situationen durch die Waffen einsetzen wollen. Wir sind wieder unter uns. Er muss uns entdeckt haben, als wir den Hangar reaktiviert hatten. Also, das mit dem Kajak. Kajak! Das Beste, was es gibt. Sie haben uns Soldaten nie gesagt, wie ihr Klo... Kühlgerät. ...ohne funktioniert. Aber ich habe gehört, dass sie euch künstliche Erinnerungen implantiert haben, um euch im Kampf zu motivieren. Wenn Kajaks nicht dabei sind, hat eindeutig jemand schlechte Arbeit geleistet. Weil damit ich ein Rennspiel mache, wurde es irgendwie das Falsche geworden, Solo. Sie sind eine willkürliche Mischung aus Erfahrungen meines Klonvaters und jeder Inkarnation vor mir. Warst du nicht da die ganze Zeit? Klon zu Klon weitergegeben. Wir haben kein Rennspiel gemacht. Sind. Himmel, du hast also eine Art unsterbliche Seele, die den Körper wechselt? Ah, jetzt nicht mehr. Der Kreislauf ist durchbrochen. Wenn ich dieses Mal sterbe, bin ich erledigt. Ich habe das Tutorial für Godot fertig gemacht und das war's. Nicht abkratzen, bevor ich Kajak gefahren bin. Ich meine es ernst. Lurch, habe ich schon mitgekriegt, dass das bisschen reingelurcht wurde. Dann werde ich das machen. Und die unterhalten sich ja gerade über Kajak fahren. Noch mehr Outlaws. Sorg dafür, dass der Bereich gesichert ist, bevor du zurückkehrst. Ich will nicht, dass jemand von dieser Basis erfährt. Hey, Knockroach hatte recht. Wir haben neue Nachbarn. Stellen wir uns doch. Das Spiel habe ich, glaube ich, auch mal gespielt. EverQuest 2 oder 1? Ausgezeichnet. EverSpace, nicht EverQuest. Lol. EverSpace habe ich noch nicht so. Ich habe es schon ewig in meiner Liste, aber ich habe es wirklich noch nicht viel gespielt. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal an. Da ist noch ein Vorkomm. Brauchen wir eigentlich? Wir brauchen noch ein paar Kristalle. Upp, komm her. Jetzt haben wir alle Kristalle, aber ich nehme da noch ein bisschen mehr mit, weil das anscheinend irgendwelche Ressourcen sind, die wir brauchen. Altmetall brauchen wir noch irgendwie. Da ist noch ein Schiffswrack, die richtige Anlaufstelle. Ich bin noch ganz am Anfang, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Ich bin gerade noch mehr oder weniger im Tutorial und so ein bisschen im Story-Let's-Go-Ding. Ich habe gehört, das ist irgendwie, also ich glaube, du hast es mir sogar gesagt, dass das so ein Spirituosen,
Dass das so ein Diablo-like in Space ist oder sowas. Und es geht aber viel auch um Ressourcen, nicht bloß um Diablo. Nicht bloß um Loot, zumindest jetzt gerade am Anfang. Es gibt wohl dann irgendwie später auch noch ein Crafting-Menü. Alles auf der Liste abgehakt. Super, dann bringt ihr her, damit wir den Reaktor in Gang setzen können. Da ist ein Container. Hinter dem Ding. Und ich glaube, ich habe es damals nur auf dem Steam Deck gespielt, als ich es mal ausprobiert habe. Und ich muss sagen, ich finde es auf dem richtigen Rechner deutlich hübscher. Ich kann mich erinnern, es gesagt zu haben. Okay, ich habe verbinde es irgendwie mit dir. Machen wir Nanobots. Die sind Health Kits, basically. Können noch ein bisschen Altmetall mitnehmen. Da ist noch mal ein bisschen Altmetall. Sicherheitshalber sind wir, glaube ich, fast alles mitgenommen. Ach, noch mehr Kristaller. Makelloser Ethereum-Kristall. Ujo, ujo. Gib mir makellos. Noch mehr makellosen Shit. Aber hast du das Spiel denn gespielt? Ich weiß es nämlich nicht. Ich finde auf jeden Fall die Grafik echt hübsch. Keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie. Und die Steuerung ist relativ schön arcadisch. Arcadig. Frump. Träume ich jetzt oder was? Der erste Teil war ein Roguelike. Der zweite Teil ist, soweit ich weiß, kein Roguelike mehr. Die unterscheiden sich sehr im Spielstil. Everspace 1 war ein Roguelike. Everspace 2 ist es aber nicht mehr. Everspace 2 ist tatsächlich so richtig mit Story und Loot und sowas. Was ist passiert? Keine Antwort. Keine Zeit für ein Nickerchen, Kumpel. Ich war nur kurz weggetreten. Keine Ahnung, was das war. Weggetreten? Irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Und ich bin den zweiten Teil. Habe ich den ersten Teil eingetragen? Nee, den zweiten. Erinnerung. Oder ich weiß nicht. Den ersten habe ich auch ein bisschen gespielt. So ein Klonding, hm? Ich glaube, ich habe mal was darüber gehört. Wenn es wieder passiert, will ich es wissen. Vielleicht müssen wir dich untersuchen lassen. Von wem denn? Zuerst sollten wir uns aber auf unsere aktuelle Lage und die Basis konzentrieren. Öffne das Upgrade-Menü. Jedes Crewmitglied bringt eine Reihe von Upgrades mit, die in mehreren Stufen freigeschaltet werden können. Das Freischalten erfolgt durch das Erfüllen der Anforderungen. Manchmal musst du nur ein paar einfache Ressourcen bereitstellen, manchmal wirst du auch gebeten, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Mache, dass alle Ressourcen, die du in einem Upgrade investierst, nicht zurückgenommen werden können, also überlege immer, wann und wie viel du investierst. Repariere den Reaktor der Station, um alle Abteilungen wieder mit Strom versorgen zu können. Schalte weitere Upgrades frei. Abgeschlossen. Ha, es hat funktioniert. Hätte nie gedacht, dass ich diesen Schuppen mal vermisse. Diese Bloodstar-Idioten hatten mich eine Ewigkeit eingesperrt. Was wollten sie von dir? Das, was sie von jedem wollen. Credits und Informationen. Pech für sie, dass ich nicht mit Outlaws teile. Wie auch immer. Der hilft ihm aber noch im Outlaws-Ship unterwegs. Bei denen haben wir das geklaut gerade im Ausbruch. Klimatisierung und Zugang zu Scans unserer Umgebung. Können die Scans mir bei der Navigation mit Supralicht helfen? Ich kann nicht ewig blind fliegen. Gute Idee. Wir können unsere Navigationssysteme nicht wieder einschalten, sonst ortet die Flotte unsere Ärsche sofort. Aber mit diesen Scans... Hier, sieh mal. Mit diesen Scans. Sito, Outer Rim, Rodeo Orbit und Union Bridge. Weiter können wir nicht scannen? Das reicht fürs Erste. Zumindest für das, was als Nächstes zu tun ist. Du musst zu allen drei Orten fliegen und nach kleinen Geräten Ausschau halten, die wir Beanies. Ich glaube, weiter habe ich nie gespielt. Ab jetzt wird's Blindflug für mich. Das ist die Abkürzung für Beanbags.
kleine selbstgebastelte Signalstörer, die den Stützpunkt vom feindlichen Radar abschirmen sollten. Aber das tun sie offensichtlich nicht mehr. Klingt nach einem Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur dafür, nicht mich. Warum bringen wir ihn nicht zuerst wieder auf die Beine? Keine Zeit. Wir leuchten wie ein Signalfeuer. Wenn wir jetzt nicht herausfinden, was mit den Störern los ist, ja, super, leben wir nicht lange genug, um Ben zu retten. Kümmere dich um die Beanies und lass uns verschwinden. Die Beanies. So haben wir Zeit, eine Lösung für deinen Freund zu finden. Achso, und nochmal kurz zum Game, Sono. Also ich habe jetzt das 2D-Tutorial gemacht, dafür habe ich ungefähr 3,5 Stunden gebraucht insgesamt. Und dann gesagt hat, das reicht mir für heute mit Lernerei. Das 3D-Tutorial mache ich dann das nächste Mal. Ich denke, das meiste habe ich verstanden. Ein paar Sachen haben sie nicht gut erklärt aus meiner Sicht. Cruise-Antrieb. Also die Aufladezeit des Cruise-Antriebs. Mit Ballsreichweite des Traktorstrahls auf 800 Meter. Credits. Kristall, Eisen, Energiezelle. Die habe ich, glaube ich, eh nicht. Genau. Kann ich die Sachen... Kann die herstellen oder was? DAX-Reparaturen, Traktorstrahl. Wo ist jetzt mein Inventar? Hier, Spirituosen, alle möglichen Spirituosen, alle Weltraumopfer. Kann ich die woanders hinpacken? Weil die brauche ich ja nicht. Sortierung. Ausrüsten, das würde ich gerne ausrüsten, aber das kann ich nirgendwo anders hinschmeißen. Ich kann es nur zerstören, aber das ist ja Quatsch, wenn das Handelsgüter sind. Na gut, am Rand des Universums. Outer Rim, Moment, wo sollen wir hinfliegen? Fliege nach Rhodia Orbit, Ceto Outer Rim, Union Bridge. Union Bridge, Rhodia Orbit, Ceto Outer Rim. Okay. Dann docken wir wieder ab, I guess. Yeah. Union Bridge. Rhodia Orbit. Sprungantrieb. Und pow! Annäherungsalarm. Hä? Ja, da darf ich nicht hinfliegen, weil ich zu nah an irgendwas dran war. Wenn ich aufs Autopilot klicke, macht er plötzlich einen Schwung außenrum. Signalstörung. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Was würden hier alles gepiu-piu-piut? Okay. Stufenanstieg. Du hast eine neue Stufe. Jede neue Stufe erhöht deine Basiswerte, Höhenstärke, Feuerkraft, Position, Effektivität, Resistenz und Expertise, die dir Boni auf deine Trefferpunkte, Schaden, Reparaturen und so weiter geben. Jede Aufschlüsse, Werte und ihre Auswirkungen findest du auf dem Schiffsbildschirm. Du hast außerdem einen Routinen-Upgrade-Knoten erhalten, mit dem du eine beliebige Routine verbessern kannst. Okay, wir gehen erstmal dahin. Den Outlaw aufklären, so gehen wir. Oh, wait, ich habe Sachen vergessen. Wir müssen noch ein bisschen looten, glaube ich. Hab einen deiner Beanies gefunden. Sieht aus, als hätte ein Asteroid die Hälfte der Antenne abgerissen. Vielleicht haben wir Glück und sie sind irgendwo hängen geblieben. Hä? Mach mal einen Holoscan, um
den Aufprall zu simulieren. Was habe ich wohl gerade getan? Guter Mann. Irgendwo in die Richtung. Ah ja. Muss das jetzt ranholen, die. Da ist eine. Wenn die Halterungen in Ordnung sind, musst du kein Quantenphysiker sein, um sie wieder anzubringen. Greifen. Das habe ich mit Sicherheit noch nicht gemacht. Wait, wo ist der? Die Markierung, wo ich hin muss? Nee, nicht da. Da. Das habe ich mit Sicherheit noch nicht gemacht damals. Wait, das ist es nicht. Hilfe, ich bin verwirrt. Da ist die Richtung, scheiße. Orientierung im dreidimensionalen Raum. Ich bin völlig am Ende, was das angeht. So. Das erste Teil passt. Und die andere ist irgendwo dahin geflogen. Energiesphärengenerator. Düs, düs, düs. Was gedroppt. Ein Energieinjektor, was auch immer das ist. Okay, ich muss irgendwie von komplett hier rum rein. Hallo. Was bist du? Ich glaube, die brauche ich noch nicht. Habe ich so das Gefühl. Wait, Energiesphärensockel. Wir nehmen dich mal mit. Ich glaube, die hält aber nicht ewig. Und da ist die andere. Oh, Loot. Plus fester Container. Distanzraketen. Gib mal her. Und ein Präzisionskeulgun. Ich glaube, die ist besser als die wir haben. Störsenderantenne, ist hier noch irgendwas in der Nähe? Das ist der Generator, den wir gerade genommen haben. Halt. Distanzraketen, die können wir da rein ausrüsten. Energieinjektor. Oh, was? Präzisionskeulgun. Macht deutlich mehr mehr Kinetikschaden, weniger Energieschaden und hat eine höhere Reichweite. Energiekapazität, Energieverbrauch. Energiekapazität wird höher und Energieverbrauch aber auch. Gatlin, ich habe eine Gatlin. Will ich ja das schon da rein ausrüsten, weil die hat ja auch nur Kinetikschaden. Ist das dann in dem Energieschaden? Das ist mein Kinetikschaden. Boost! Du. Der erste Beanie ist wieder online. Sehr gut. Aber um komplett zu verschwinden, brauchen wir noch zwei. Ja, wir können aber hier auch mal alles platt machen. Was hier noch? Da lungert ja auch noch was rum. Wobei es wahrscheinlich nicht so viel bringt, alles platt zu machen, wa? Vielleicht nicht so smart.
Würde er gerne looten. Kann mir nicht helfen. Das würde ich erstmal gerne haben. Credits. Das ist ein Blaster. So. Supragel. Mein Schildgenerator, den wir platt gemacht haben. Aber ich glaube, den hätten wir gar nicht mehr platt machen müssen. Container. Das ein Cruise Booster. Hätten wir, glaube ich, direkt ausrüsten können. Sollen. Tun. Hä? Bist du ein Eisenvorkommen? Das nicht. Ich bin kein guter Minenarbeiter. Ich bin sehr unpräzise im Minenarbeiten. Reines Eisen. Kann mir nicht helfen, aber da blinkt noch was rot. Das ist ein Minenfeld. Das Minenfeld, das hat sie irgendwas zerrissen. Nochmal die Minenplatte, ich will so irgendwie reinfliegen. So cool. Kann ich davon noch was für gebrauchen? Hallo? Zerrissenes Wrack. Oder war ich hier schon drin? Nee, oder? Kuckuck. Oh. Schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, hier noch ein bisschen Loot zu finden. Sonst habe ich nur den Generator da. Ja, gut. Ich bin nicht mehr allein. Hm? Oh. Ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt so nah rankommen. Ah, kann ich, glaube ich, wegfliegen. Ganz entspannt. Fliegen wir nach Union Bridge. Wie bist du auch in so eine Gegend geraten? Ursprünglich war ich im Aethon-System stationiert, in einer Untereinheit der Nachhut. Wir haben... Haben wir jetzt eigentlich... Geschwindigkeitssteigerung, Cruise Boost, Aufladegeschwindigkeit ist dafür langsamer. Energiekapazität, Energieverbrauch. Würde ich, glaube ich, trotzdem ausrüsten. Es wirkt. Hä? Ah ja. Geschwindigkeitssteigerung, Aufladegeschwindigkeit. Moment. Das ist doch schlecht, wenn die Aufladegeschwindigkeit. Nee, vergiss es. So, wir haben hier noch einen Blaster. Kann ich das denn auf das andere legen? Tauschen. Blaster Gatlin. Wir wollen mehr Energieschaden. Schneller Pulslaser. Energieinjektor, Spirituosen. Ein paar Aufklärungsmissionen erledigt. Sonst nicht viel. Wie viele wart ihr? Etwa 12. Einige sind gestorben. Einige wurden zu Outlaws. Zwei Kameraden und ich kamen raus, bevor der Krieg richtig hässlich wurde. Hier sind wir gelandet. Fühlt sich an wie der Rand des Universums. Ja,
ist er nicht. Aber wenn du die Augen zusammenkneifst, kannst du ihn von hier aus sehen. Oh, hallo. Erstmal platt machen. Erstmal die Outlaws killen. Verdammt sei der Erfinder dieser Dinger. Das war's, oder? Transitzugang verweigert. Da ist meine Drohne. Okay. Was ist das da? Sieht auch wieder fancy aus. Nahkampfwaffe. Ja, das nehme ich ein bisschen. Wird gefightet. Würde er helfen? Handelsstützpunkt. Müssen eigentlich nicht helfen. Wir wollen ja eigentlich nur unseren Signalstörer wieder online bringen. Der Rest ist uns ja erstmal Wumpe. Von Trümmern verschüttet. Und der Energiekern ist abgerissen. Ich schließe ihn wieder an. Nein, bist bleib du? Auf Abstand. Flieg erst hin, wenn du bereit bist zu kämpfen. Oh. Zu spät. Das war ein Gegner. Ein Sleepy Gegner. Wusstest du, dass es eine Falle war? Outlaws nutzen gerne Köder, um Plünderer anzulocken. Außerdem laufen Beanbags nicht mit Energiekernen. Es sollte also ausreichen, das Geröll zu entfernen. Erledigt. Der zweite läuft wieder. Schön. Noch einer und die Show geht los. Moment, haben wir jetzt noch Sachen liegen lassen? Schussfester Container. Ich will schussfeste Container haben, yes. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen, dass ein schussfester Container ist? Shit! Ich war doch gerade schon hier, oder nicht? Oder dann liegt der links oben, ne? Da ist das Ludi-Loot drin. Kompakte Fesselraketen breitet ein Energienetz aus, welches das Ziel schnell umschließt und dessen Manövrierfähigkeit einschränkt. Aha. Andere waren Lenkraketen. Da sind noch Container. Hallo. Doch mehr Loot. Energieinjektor. Einkassiert. Credits. Frachtdrohne. Öffnen wir mal Supra-Gel. Nom 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 nom. Noch eine Fracht. Ganz schön viele Frachtungen. Schiffsfarbe. Gib ein Schiff mit dieser Farbe einen neuen Anstrich. Primärfarbe freigeschaltet. Himmelsfackel. Ah ja. Lüt. Kleidung. Nanobots klein. So ist die Frage, wollen wir da irgendwie helfen gehen? Ja, ich werde mich mal einmischen, glaube ich, bei dem Event.
dass ich nämlich da irgendwas von hab. Das ist nicht so einfach. Servus. Seid ihr chillig? Ich glaube, ihr seid chillig. Das ist ein Handelsposten. Gesicherter Container. Was bist du, ein Energiesphärensocker? Ich bräuchte eine Energiesphäre, um da reinzukommen. Gucken wir uns mal den Handelsstützpunkt an, vielleicht können wir hier ein bisschen Shit verkaufen. Was kann ich für Sie tun? Solange Sie zahlen, teile ich gerne mit Ihnen. Kann ich hier Sachen verkaufen? Herstellen. Hä? Ich habe nicht verstanden, wie ich hier handeln kann. Darf ich einfach noch nicht handeln, weil ich nicht so weit im Tutorial bin? Stufe Nachfrage anzeigen. Oder ist zerstört einfach Credits? Probieren Sie mal aus, ob ich 132 Credits kriege. Ich habe 880 Credits, wenn ich zerstöre. Das sieht echt nicht gut aus, wenn ich hier auf Zerstören drücke. Das sieht nicht aus, wie Credits daraus machen. By the way, kann ich das hier mal ausrüsten? Erzeugt einen elektromagnetischen Impuls auf 520 Meter. Ich mache einen fetteren Impuls. Hier bin ich länger schnell. Länger schnell sein, I guess. Okay. Ah, da, Moment, da ist doch der Shop. Lol. Handel mit Waren. Alle Handelswaren haben individuellen Preis, Spanier, System und Ort, an dem sie gekauft und verkauft werden. Ihre Nachfrage wird durch die Farbe Rot, Gelb und Grün angezeigt. Wenn du eine Ware aus einem Frachtraum verkaufst, kannst du sie mit Gewinn verkaufen, wenn die Ware eine hohe Nachfrage aufweist. Wenn die Ware hier eine geringe Nachfrage hat, ist dies nicht der ideale Ort für einen Verkauf. Wenn du Waren von einer Station kaufst und die Ware eine niedrige Nachfrage aufweist, kannst du sie zu einem guten Preis kaufen. Okay, Grün ist immer gut und Rot ist immer schlecht und Orange ist irgendwo in der Mitte. Das Warenfunktionsfenster zeigt die Gesamtpreisspanne innerhalb der DMZ als Linie an. Das hervorgehobene Segment dieser Linie zeigt die Preisspanne innerhalb des aktuellen Systems an. Behalte diese Information im Hinterkopf, wenn du Handelswaren kaufst oder verkaufst, um Gewinne zu maximieren. Okay, das ist hier also so mittelprächtig. Aber hier kann ich wenigstens verkaufen. Und mehr Raketen brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Bauplan, was heißt denn Bauplanfortschritt? Gewöhnlich mit dir was? Bauplanfortschritt 0 von 3. Höhe? Ich würde jetzt einfach alle verkaufen, aber. Warum steht Bauplanfortschritt 0 von 3? Wir verkaufen den ganzen Shit mal, den wir nicht mehr brauchen. So, was kann man jetzt bei euch kaufen? Defensiv für den Teleporter. Teleportiert das Schiff sofort um 600 Meter nach vorne. Hat 2 Ladungen. Okay. Können wir uns nicht leisten. Lenkraketen. Kybernetische Implantate. Unscheinbar anmutende elektronische Geräte von geringer Größe, die alles verändern können. Ist hier sehr günstig zu kaufen. Einen besseren Schild. Ladegeschwindigkeit und Kapazität höher. Ein besserer Sensor.
Ressourcenreichweite. 10 Meter mehr. Wow. Und Schiffreichweite 100 Meter mehr. Solarkollektoren, Supragil. Wie ist mit einer Fertigungspanzerung? Wir haben noch gar keine Panzerung, ne? Vielleicht sollen wir uns mal eine Panzerung kaufen. Würde ich sagen. Der Einbau einer Panzerung schützt ein Schiff vor Energieschaden und ist eine zweite Schutzschicht, nachdem dein Schild erschöpft ist. Und sobald dein Panzerung auf 0% sinkt, wird die Hülle deines Schiffes verwundbar. Durch jeden Abschuss wird ein kleiner Teil der Panzerung automatisch wiederhergestellt. Du kannst sie auch auf Station reparieren, sowie spezielle Gegenstände oder Schiffsattribute. Raketen, Blaster, Frachtmodul. Optimiert die Lagermöglichkeit für eine effizientere Nutzung des Luftraums und ermöglicht das Zerlegen von Ausrüstung. Klingt auch sinnvoll. Frachtslots plus 4. Frachtmodul ermöglicht es, die Ausrüstung zu zerlegen. Durch das Zerlegen von außen erhältst du Bauteile, die zum Herstellen und Modifizieren anderer Gegenstände verwenden kannst. Außen bringst du mit dem Zerlegen die Freischaltung des jeweiligen Bauplans voran. Ah ja, jetzt sind wir dabei. Um einen Gegenstand herzustellen, wähle Herstellen auf einem leeren Frachtslot, um einen bestehenden Gegenstand zu ändern, wähle Modifizieren. Schadensbringer verringert für 20 Sekunden eingehenden Schaden 30%. Ethereum-Kristall. Panzerung. Förderausrüstung, die ist hier super. Bekleidung, Nanobots, Medizin, Spirituosen, Samen. Okay, da wir ein bisschen Plus machen wollen. Solarkollektoren kosten 160, das kostet 300. Und daher würde ich Solarkollektoren kaufen. So viel wie unser Geld hergibt aktuell. Und die wollen sie natürlich hier nicht haben. Logisch. Dann docken wir mal ab. Wir haben eine Ausrüstung. Also wir haben eine Rüstung bekommen. So, wir müssten den Energiesockel hierher bringen, um an den gesicherten Container zu kommen. War das hier in dem Schiff, wo wir den Energiesockel hatten überhaupt? Wie lange dauert es noch, bis wir wieder reingehen können? Energieinjektor. Hm? Mein Energieinjektor. Da ist ein Sphärengenerator. Der ist auf der anderen Seite von dem Ding, ne? Oh, hallo! Das macht's einfach, ich muss mich nicht so genau treffen mit dem, mit der Kanone. Reines Eisen. Da ist der Generator. Wir müssen dann auf die andere Seite rum. Wir haben 30 Sekunden. Handelsposten? Nee. War doch hier. Pff. Flop. Einsammeln. Phasen. Oh, hier gibt es eine bessere Panzerung. Das ist natürlich sad ein bisschen, wa? Schön. Sowas findet man nicht jeden Tag. Das ist natürlich ein bisschen sad. So, wir haben noch keinen Zugang zu dem großen Transaktionsnetz. Und daher würde ich mal sagen, wir machen mal den Sprungantrieb. Warum nennst du sie Beanbags? Das war Maddox' Idee. Er sagte, sie lassen unseren Indikator herumspringen wie Bohnensäckchen, die jongliert werden. Jongliert? Mann, du hast echt noch nie Schichtdienst gehabt. Hey, Stations-KI, gib Adam alle Daten, die du zum Thema Jonglieren hast. Bestätige. Warum? Oh, ich wusste nicht, dass wir Zugang zu einer KI haben. Hatten wir nicht. Bis ich sie eben repariert habe. Unentdeckt. Cool. Und wer ist Maddox? Nur ein Idiot, mit dem ich früher gedient habe. 18, 13, 12, 15. Wir sprechen uns bald. Aber machen wir erstmal die Mission fertig. Achso, wie konnte ich die Ult aktivieren? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Weil ich es nicht benutzt habe. Ich weiß gar nicht, was meine Ult ist. Wait mal kurz. Schiff.
Nicht möglich. Spezialeigenschaften. Ja, wir haben eine bis zu 20% höhere Feuerrate, abhängig von der prozentualen Aufladung des Schiffs. Verwandelt die Primärwaffen des Schiffes in Blitzkanonen, welche elektrisch geladen und von Feind auf Feind überspringende Schüsse ergeben. Beladung stellt 10% der Schiffstrefferpunkte wieder her. Nice. Wie aktiviere ich die nochmal? Neigung. Boost verhalten. Halten. Umschalten. Umschalten bin ich schon mal viel geiler. Boosten mit adaptiven Trigger erfordert eine DualSense Controller und das analoge Schub L2 und R2 zugewiesen ist. Automatisches Ausrichten an. Deswegen dreht das hier automatisch. Stil der Gamepad-Symbole automatisch Force Feedback Standard an. Das sagt mir irgendwie nicht, wie ich die Ult aktiviere. Steuerung anpassen. Waffenroutinen Gadgets. Primärwaffe abfeuern. Primärwaffe ausrüsten. Sekundärwaffe. Sekundärwaffe Routinen. Routinen. Gadgets aktivieren. Gadget. Ult aktivieren. Einfach nur Digitkreuz nach oben. Okay. Rettungskapsel. Irgendein Zeichen von Beanie da draußen. Ich weiß es nicht. Aber auf meinem Display springt dieser Marker rum. Das könnte er sein. Versuch ihm zu folgen und halte mich auf dem Laufenden. Übrigens, wenn du bessere Ausrüstung brauchst, es gab früher eine Händlerin in dieser Gegend. Wir haben schon gehandelt. Sie hat ihren Laden, die fliegende Holländerin. Könnte sich lohnen, vorbeizuschauen. Was ist denn da? Die Rettungskapsel, die wollte ich mir eigentlich angucken. Ich habe keinen Boost mehr. Hallo Rettungskapsel. Guten Tag. Kann mich hier jemanden ein? Logbuch herunterladen. Krieg ist vorbei, ihr seid von nun auf euch allein gestellt. Ja, vielen Dank auch. Ihr privilegierten Penner, die Ocker machen die Paleomonenstation platt und auf einmal sprecht ihr 5-Sterne-Feiglinge von Waffenstillstand und davon, dass der Krieg ein großer Fehler gewesen ist. Ach was. Am ersten Mal mussten unzählige dafür sterben. Mir ist sowas von egal, was als nächstes passiert, ob die Ocker bald unsere Freunde werden oder nicht. Ich werde jedenfalls als Gewinner aus der ganzen Sache hervorgehen. Ich habe ein Frachtschiff in der Nähe von Nemertis bis zum Anschlag mit Kriegsbeute vollgestopft und sogar ein wenig Echsentechnologie gepimpt. Jetzt hört ihr mit eurem Abkommen. Ihr seid davon gelaufen, also rechnet nicht damit, dass wir nach den Regeln spielen. Das ist ja wohl das Mindeste. Second Lieutenant Tuscany Park. Der Pilot hat es wohl nicht mehr zurück in den Frachter geschafft. Ah, vielleicht ist er sogar noch da. Sensor. Ich habe hier einen Sensor, glaube ich, nicht eingesammelt. Ups. Achso, ich habe auf Umschalten geklickt. Stimmt, das war ja. Da war ja was. Deutlich besser. Achso, Moment, das ist die fliegende Holländerin. Da muss ich doch gar nicht hin, oder? Ich habe es verpasst. Anscheinend schon. Oh, hallo. Altmetall. Guten Schiffswrack. Erstmal rauslooten. Verkabelungssatz. Was knirscht hier so? Alter, what the? Das ist ja ein übelstes Minenfeld. Da ist doch bestimmt Loot in der Mitte. Ich gehe erstmal zur fliegenden Holländerin, mal sehen, was da los ist. Hallo, ich wurde hergeschickt. Schau einer an. Kunde oder Outlaw? Why not both? Würde ich sagen, kann man beides sein?
Nicht hier auf der fliegenden Holländerin. Ich führe ein ehrliches Geschäft. Na klar, deswegen fragt sie auch alle erstmal. Du siehst aus, als könntest du dich ganz gut zur Wehr setzen. Lust auf eine Herausforderung? Eine kreativere Jagd auf Outlaws? What? Ich lasse sogar eine Belohnung für dich springen. Was sagst du dazu? Ich seh's mir an. Herausforderung neu. Outlaw-Jagd 1. Anzeigen. Zerstöre 5 durch EMP außer Gefecht gesetzte Outlaw-Aufkläger. Zerstöre 10 Outlaw-Drohnen mit Raketen. Zerstöre 3 Fesseldrohnen, während du nicht von ihnen festgesetzt wirst. Okay. Schalte die Herausforderung von Outlaw Jagd 2 frei. 3000 Credits, Bonus EP. Meister, Rabatt auf alle Ausrüstungsgegenstände bei fliegender Holländerin, Triebwerksfarbe Zinnoberrot. Oh. Sie brauchen ein EMP. Und müssen Raketensachen zerstören. Wo bin ich denn hier? Herstellen. Primärwaffen, ich darf ja noch nichts herstellen. Gadgets kann ich herstellen und ein paar Komponenten kann ich herstellen. Und Katalysatoren. Modifizieren gibt's auch. So. Ihr wollt hier das nicht haben. Nicht so wirklich. Entsprechend kann ich aber hier auch nicht sinnvoll Korrosionsinjektor verursacht auf dem Ziel starke Korrosion, die 7 Sekunden Schild durchdringen, Schaden pro Sekunde verursachen. Chemdon-Enzym, oh ja, Kühllagergerät. DAX-Reparaturen, brauchen wir das? Nanofasern, kybernetische Implantate. Ich meine, wir hatten doch einen Sensor bekommen. Ist der besser? Jo, der ist einfach besser. Ausrüsten. So, jetzt kann man den hier zerlegen. Amateur-Tüftler-Herausforderung. 8-Modul. So das gleiche, was wir haben, ne? Ausrüsten. Hier noch Plasma. Dann hier das Gas, beschleunigter Schild, Eisen, Kolgan, Altmetall. Kann ich das mit dem anderen vergleichen? Ups. Slot wechseln. Ah. Meter Reichweite ist schon krass. Für eine Kolgan, Altmetallpanzerung, Rahmen. Rahmen sind wichtig. So, herstellen. Kann ich das als... Markiere alles als... Schalltechnik. Gewöhnen die Ressource, die zum Herstellen von Equipment benutzt wird. Ersatzteile. Kann ich herstellen. Okay. Und Verkabelungssatz. Was bisher geschah, das ist glaube ich auch klar. Charaktere, Spielwelt, das ist alles so eingesammelt. Ratgeber und Tutorials. Okay, ich würde sagen, wir docken wieder ab. Folge der springenden Radarmarkierung. Unentdeckter Ort. Sprung nötig. Folge der springenden Radarmarkierung? Da war irgendwo was. Aber die sind immer woanders. Von Hydren befallen. Das könnte das schwache Signal erklären. Was ist das hier? Heranziehen. Biomasse. Nom 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 nom. Erledigt. Alle Läuft wieder. Sind wieder online. Ich sehe es.
Die Radarmarkierung für unsere Basis ist jetzt überall, nur nicht hier. Du kannst jetzt zur Basis zurückkommen. Ich habe was gefunden, das dir das Leben sehr viel leichter machen könnte. Alternativ könnten wir jetzt das Thema mit den, wir müssen jede Menge Outlaws killen, angehen, ne? Weiß ich nicht, muss ich das hier in der Base machen? Eisenvorkommen. Hey, wieso habe ich denn Eisenvorkommen gesehen? Eisenvorkommen, das nehmen wir doch mal mit. Eisenvorkommen. Das kostet gar keinen Sprit. So, wir sollen euch mit Dingens zerlegen, mit EMP und mit Raketen. Kann ich eine Rakete nochmal abschießen? Das sieht nicht gut aus. Bob? Du bist nicht mehr ge-EMP'd. Schweinerei. Strahlenlaser? Eine neue Waffe. So, wir können jetzt zur Basis zurück und wir können noch ein paar Outlaw-Aufklärerplatten machen. Ich bin für Outlaw-Aufklärerplatten machen. 3000 Credits wäre schon ganz geil. Brauche ich wahrscheinlich Lenkraketen, das sind eben Dinge. Die haben wir nämlich gar nicht. Irgendeine Richtung da in die Richtung. Macht das nochmal Halbmetall? Habe ich das vorher nicht entdeckt oder vorbeigeballert? Was hier drin noch? Gibt's auch noch was? Gibt's einen Energiekern? Energiekern? Energiekernhalterung. Energiekern? Energiekernhalterung. Hallo. Eine Flak. Sieht aber gar nicht so gut aus. Förderausrüstung. Ich war ganz gesucht hier. Wir werden noch einen Energiekern. Den da. Gib mal her. Funk. Die Gatlin. Ich würde es gerne mit dem anderen vergleichen. Das ist ja unsere Gatlin. Und die ist aber viel, viel besser, ne? Ausrüsten. Upp. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich mich irgendwie verdreht. Heißt aber auch, wenn wir unseren Bauschritt-Dings pumpen, müssen wir das ja jetzt zerlegen. Und die Flak genauso. Und den Strahlenlaser. Hat halt mehr Energieschaden. Präzisionskolgan, Strahlenlaser. Und mehr Reichweite als eine Gatlin. Die Reichweite ist ja eine Katastrophe. Jo, das war's? What? Der ist ja... Also die waren einfach nur leer, der war nicht aufgeladen. Oder? Ja, der war ja nicht aufgeladen, okay. Hallo Outlaws.
will das haben. Kommen Sie zurück. Ich krieg die Raketen nicht rein, ne? Ich will Leckraketen wieder haben. Die Distanzrakete ist eine Katastrophe, Mann. Meine Fresse. Ich brauche Lenkraketen zurück. So, wir könnten jetzt entweder zurückfahren. Fliegen, meine ich natürlich. Oder das den unentdeckten Ort machen. Ich glaube, ich würde lieber den unentdeckten Ort machen. Wir können es fetten Loot geben. Das Coolste an dem Spiel ist eigentlich, dass es aus Deutschland kommt. Stations-KI, hast du eine Verbindung? Bestätige. Gut. Starte eine Schnittmengensuche nach Maddox und Dax. Ihre Nachnamen kenne ich nicht. Mehrfache Erwähnung in die Meuterei von Eton gefunden. Lieutenant Dexter Bashar wurde nach dem Tod von Lieutenant Gabbard Void wegen Mordes und Fahnenflucht angeklagt. Es wird vermutet, dass er von Lieutenant Henley Maddox unterstützt wurde und immer noch begleitet wird. Übertrage den vollständigen Eintrag in das Pilotenlogbuch. Eine Meuterei, ja? Okay. In dem Nebel versteckt oder was geht hier ab? Wir fliegen hier voll in den Nebel rein. Kann mir nicht helfen, ich mag so 3D-Space-Games von der Optik. Ist so cool. Unbekanntes Signal. Das muss der Frachter aus dem Logbuch sein. Okay, da kann man noch landen, anscheinend. Da ist wieder noch ein Landedingspumps drin. Generator. Das ist wahrscheinlich noch geschützt, I guess. Können wir Altmetall? I-Kernhalterung. Aber kein Energiekern. Das Wrack stammt aus dem Krieg? Wie kann es noch so viel Energie haben? Womit auch immer der Generator läuft, er hält tapfer durch. Loslassen. Loslassen. So, wir haben uns freigekämpft. Energiekernreplikator. Auswerfen. Eine Energiekernhalterung. Die gab's doch irgendwo in der Richtung, ne? So, und wie bekomme ich die jetzt durch die Wand? Werfen. RB gedrückt halten. Aha! Ich bin ein schlauer Junge. Schussfester Container mit blauem Loot. Frachtmodul. Präzision plus 5. Warum haben wir das Frachtmodul Präzision plus 5 gibt? Energiekern. Ausrüsten. Also. 100% abgeschlossen. Nice. Dann können wir den. Mission abgeschlossen, das untote Schiff. Dann können wir aber das hier. Stufenanstieg. Okay, ich kriege hier gerade alles. Ich wollte eigentlich nur das hier zerlegen. Und das Frachtmodul auch zerlegen. Und das Schild. Haben wir ein besseres gekriegt? Schneller Schild. Kann man auch zerlegen. Mit unseren Dingenspumps vorankommen.
Achso, die Gatlin war dieses Streugerät, was wir hatten, ne? Zerlegt. Energiekopplungen und sowas kriegt man da, okay. Kann man hier noch andere Sachen finden? Sie haben mich gesehen. Oh. Guten Tag. Ups, ich vergesse jetzt immer, dass ich den Booster permanent habe. War nicht nah genug dran. Dass er automatisch das machen würde. Das geht schneller. Mit so einem Laser. Einfach drüber ziehen. So, hier ist noch eine Markierung. Das ist nochmal ein Eisenvorkommen. Dran gewöhnen. Huch. Romp. Öl eingesammelt. So, sind wir Level 3. Ich würde sagen, wir können zurück. In meiner Wahrnehmung ist, glaube ich, sonst nichts. Also, sprungen. Hm. Es ist schwierig zu Y zu drücken und gleichzeitig zu zielen. Muss ich mal so festhalten. Hehe, boy. Dann müssen wir mal unsere Farbe ändern. Ich bin gerade ein. Und den noch. Einen unentdeckten Ort. Den will ich auch noch mitnehmen. Alles looten. Alles looten. Können wir hier durchfliegen? Okay, können wir. Sehr schön. Unentdeckter Ort. Der scheint aber auf dem Boden zu sein. Also nee. Zerstörte Station. Was geht denn hier ab? G&B-Jäger. Ich denke, G&B sollte ich jetzt nicht zu nahe kommen, hieß es, oder? Supergel, Energiekern. Kann man, glaube ich, direkt zerlegen, so wie der aussieht. Schützturm kaputt gemacht. Hier kann man wieder Sachen machen. Energiehalterung. Okay. Energiekernhalterung. Aber wo kriege ich Energiekerne her? Drüben. Aha. Geben Sie mir den Energiekern. Hallo. Den Loot haben. Hopp, 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 hopp. Donk. Warum blinkst du so rot? Scheint mir gefährlich zu sein. Kann ich drauf schießen? Oh, what? Und jetzt? Railgun. Hat deutlich... Alter, der hat 1500 Meter mehr Reichweite. Coilgun, die ist einfach straight up besser. Hat aber ein bisschen höheren Energieverbrauch. Deswegen aber trotzdem ausrüsten.
Ist es aufgegangen? Mainframe-Komponente. Du hast deine erste Mainframe-Komponente gemacht. Ein voller Satz von ihnen kann zu einer Mainframe-Erweiterung zusammengesetzt werden. Mainframe-Erweiterungen können verwendet werden, um Attribute wie Feuerkraft, Beziehung, Hüllkraft, Defektivität, Resistenz und Expertise zu verbessern. Mache, dass jede Verbesserung denselben Attributs mehr kostet als die vorige. Ich schätze, ich bin hier fertig. Was wollt ihr eigentlich von mir? Nanobots klein. Wer hat denn die da liegen lassen? Vor allem haben wir ja auch noch einen Vorkommen. Das ist sonst keine Abbaut hier. Alles nur für mich übrig gelassen. Das ist ja awesome. Gut, dann würde ich mal sagen, Hindernis, hast planetares Hindernis erkannt? Jetzt kann ich Cruiser entrieben. Aber wir wollen Autopilot, das heißt außenrum. Gehen wir zurück. Inzwischen haben wir ja einiges gelootet. Ich würde gerne die Lenkraketen wieder haben. Da ärgere ich mich gerade, dass die Lenkraketen. Dass ich die Lenkraketen verkauft habe. Unbekanntes Signal. Let's go. Kann ja nur eine Falle sein. Das scheint mir ein ressourcenreiches Gebiet zu sein. Ressourcenreiches Gebiet zu sein. Das Gefühl, man muss eine Weile da sein, damit der Scanner Sachen aufnimmt. Da ist schon mal ein Container. Man hat anscheinend nicht sofort alles in der Nähe gescannt. Einfach Eisen. Gönnen wir uns einfach Eisen. Jo. Rotlob Protospeer, Stufe 4. GMB-Jäger, hier gibt's ja alles. Wir haben zwar einfach ein bisschen Loot mitgenommen. Bist du da hinten? Yo, what? Einfach noch mehr Container, die rumliegen. Schadensbegrenzer. Und da ist auch noch ein Container. Euch stört das ja nicht, ne, wenn ich hier Schiffswracke loote und sowas, weil die gönnen ja nicht zu euch, offensichtlicherweise. Wir gönnen uns das. Oh, hallo. Outlaw-Panzerungsdrohne. Stufe 4. Ja, Stufe 3. Raketenabwehrdrohne. Den Container haben wir ja, glaube ich, schon gelootet, der hier dabei war. Da, ich will eigentlich nicht... Oh. Oh. Und was das für Kristalle sind. Ha. Huh. Guten Tag, Herr Outlaw-Speer. In der Gegend rum. Dumme Idee. Wo waren die jetzt? Verdammt. Jetzt habe ich die... Da.
Die Kristalle will ich. Outlaw-Aufklärer, Outlaw-Panzerungsdrohne. Ah, die haben mich entdeckt. Ich will einen kaputt machen. Ah, die Panzerungsdrohne war das hier, die denen so fette Sachen gegeben hat. Okay. Eisenvorkommen. Da ist noch ein Container. Lenkraketen! Yes! Yes! Please! Hier! Ausrüsten! Gib mir meine Lenkraketen wieder! Take ich! Nehme ich liebend gerne zurück. Das sind die Kristalle, die ich haben darf. Blauen Kristall darf ich anscheinend nicht einfach so nehmen. Hier gibt es noch mehr. Da gibt es noch Eisen. Braucht man bestimmt alles irgendwann für irgendwelche Upgrades oder Modifikatoren. Ja, hier gab es noch eins, ne? Ethereum ist da vollkommen. Wupp. Loot, loot. Da ist noch ein Container. Kleine Waffen. Die kleinen Waffen. Ich habe jetzt gerade irgendwo noch was gesehen gehabt. Am Rand meiner Wahrnehmung. Dammit. Da. Da ist noch ein Schild. Den will ich natürlich auch mitnehmen. Alles Loot! Wir brauchen bestimmt diesen Haufen Loot am Anfang nicht. Also wir sollten wahrscheinlich eher versuchen aufzuleveln. Als irgendwo. Oh wait, das ist ein lila Schild. Erreiche Stufe 4. Schild. Ist einfach nur, der ist höher levelig als wir, oder? Ich glaube, der ist gar nicht so eine hohe Stufe. Habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, wir sollten wieder zurückfliegen. Zurück. Wait. Was ist denn da? Was ist das für eine Markierung? Wuppala. Wow, 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 wow. Hallo? Schussfestes Containerle. Prachtmodul. Ein einfaches. Zerlegen. Bauplan freigeschaltet. Frachtmodul. Wir haben einen Bauplan. Langsam Hunger wieder.
Bis jetzt nur gefrühstückt heute. Judendach. Schau dir das an. Ich habe mich hier gerade durch ein bisschen altes Gerümpel gewühlt und dabei ein paar Panzerplatten für dein Schiff gefunden. Ich habe schon eine Panzerung. Könnte dir bei einem zukünftigen Kampf helfen. Ich habe sie ins Lager gelegt. Danke, aber ich habe schon meine eigene Panzerung. Genau. Dax, wer war Gerbert Voigt? Ich habe mich schon gefragt, wann du mir diese Frage stellst. Man sagt, dass du in einer Meuterei deinen Vorgesetzten umgebracht hast. Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber nicht? Ich habe es auch nicht verhindert. Ja. Dieser Krieg, die Dinge, die wir alle getan haben, das war nicht richtig. Meine Freunde und ich hatten einen Plan, um auszusteigen, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber Voigt war wild entschlossen, uns zu stoppen. Und ich dachte, Pläne wären was für Narren. Ich habe nie gesagt, dass ich selbst nicht auch einer war. Hör zu, ich weiß, wie schwer es sein kann, jemanden zu vertrauen. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn wir uns darauf konzentrieren, deinen Freund zu verarzten und dann sehen, wie es weitergeht. Mehr will ich gar nicht. Also gut. Fangen wir damit an, dass du dich zur Union Bridge Station begibst und ein sogenanntes Primesense SDA kaufst. Das ist ein altes, aber nicht zurückverfolgbares Scannermodul. Okay. Damit können wir endlich das ganze System sehen, ohne dass die Flotte uns entdeckt. Und dann? Wir suchen mit dem Scanner nach einer Krankenstation. Wir plündern sie, stocken unsere auf und lassen die medizinische KI deinen Freund zusammenflicken. Was, wenn es keine Krankenstation in der Nähe gibt? Sito ist nicht so klein. Wir werden bestimmt auf irgendetwas stoßen. Ich hatte auf etwas Handfesteres gehofft. Na gut. Primesense SDA? Richtig. Vertraue mir und ich verspreche dir, dass es die Mühe wert ist. Am Rand des Universums, abgeschlossen, da gab schön XP. Neue Mission im Transit. So, jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, darf ich zum ersten Mal mit Module herstellen? Nämlich ein einfaches Frachtmodul. Aber auch nur das Basisfrachtmodul. Wofür? Wir können hier, glaube ich, alle als gesehen markieren. Lager. Achso, hier darf ich jetzt lagern. Zerlegen, I guess. Jetzt bist du Mainframe-Komponente. Der unvollständige Teil eines ungerüsteten militärischen Schaltkreises zur Verstärkung des Schiffsprozesses. Ein ganzer Satz davon bilden. Okay, machen wir hier rein. Solarkollektoren machen wir anscheinend auch mal hier rein, weil die können wir hier eh nicht verkaufen in dem Bereich. Distanzraketen sind scheiße. Kann man also zerlegen. Also die kannst du halt nur für nichts Sinnvolles drin. Kleinwaffen und Förderausrüstung können wir verkaufen, weil die haben wir eh nicht bekommen. Das können wir mal einlagern. Und das wollen wir benutzen, wenn wir Stufe 4 erreichen. Munition schnell auffüllen. Ich durfte doch irgendwie auch mein Schiff Dingsbombs. Ich dachte, ich darf irgendwo die Farbe ändern. Aber ich sehe es nicht. Hat die Hülle beim Andocken weniger als Treffpunkte, wird sie automatisch kostenlos bis zu diesem Wert repariert. Okay. Traktorstrahl erhöhen. Karte, Missionen. Daten. Also alles gesehen markieren. Oh. Ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich meine Farbe umändern darf. Sage. So, wir dürfen Drex. Reparaturen. 270% für die Reparatur der Schiffshülle. Kühlaggregat, Altmetall, Isolation. Ja, hier haben wir nicht alles, glaube ich. Ich glaube, wir haben keine Energiezellen bisher, also wir können es eh nicht upgraden. Egal, was wir aktuell machen. Noch ein Kühlgerät haben wir, aber hier kein Isolationsgehäuse. Ich glaube, herstellen können wir die auch nicht.
noch Dota spielen, aber lass deinen Stream auf 1% laufen, dann bleibt der View. Alles klar. Plasma fehlt uns dafür. Okay, dafür brauche ich mir Plasma. Du musst Dota spielen, ey. Das ist schon ganz schön traurig. Wenn man Dota spielen muss. Das wollte ich ja nicht mit mir machen lassen. Okay, das ist unsere Base, die markiert ist. Dir auch viel Spaß, Mann. Mach's gut, bis bald. So, Union Bridge, Sprung nötig. Ja, dann springen wir halt zur Union Bridge. Let's go! Vergiss nicht, dass die Flotte vielleicht immer noch nach einem illegalen Klon sucht. Wenn du also mit dem Händler sprichst, versuche, so uninteressant wie möglich zu sein. Ich fliege ein Gestoß. Genau. Dir fällt schon was ein. Fliegen gestohlenes Kampfschiff. Sei mal unauffällig. Notsignal. Und Schiffswrack haben wir da auch noch. Ne, da waren wir. Notsignal waren wir nicht. Bitte hilf mir. Mein Schiff ist schwer beschädigt. Mal sehen, was ich tun kann. Gegen die Outlaws oder was? Hilf dem Schiff, indem du einen Nanobot zur Verfügung stellst. Können wir machen. Wie nah muss ich denn ran? Gegenstand übergeben. Dich hat Zul geschickt. Na, Reisende müssen einander doch aushelfen. Und weg ist er. Gab's dafür was? Sage. Dafür gab's nicht mal was. Absolute Schweinerei. Da ist er. Absolute Schweinerei, dass es dafür nichts gab. Da muss ich ja den Rest noch platt machen und mir gönnen. Wärmedetektor. Kupfer. Dann gönnen wir uns halt auch noch Kupfer. Klonk. Noch was in der Nähe? Sieht es mir nicht so aus. Zumindest nicht komplett in der Nähe. Aufladen! Hier wird schon wieder rumgeballert. Versuche ein anderes Manöver. Okay, dann kann ich jetzt wieder die Aussicht genießen. Bitteschön, wir sind noch immer hilfsbereit. Was? Speicherekalibrator 3? Der liegt ja einfach mal so rum, oder was? What? Okay. Nehmen wir doch einfach mal. Hallo. Ich suche nach einem PrimeSense STA. Das ist das Vorkriegsmodell. Ziemlich selten, aber ich habe eines auf Lager. Wie viel kostet das? 4.200. Uok. 4.000. Und 200, ja. Sagen Sie mal, Sie sind nicht zufällig ein Söldner. Nein. Nein, ich stehe nur auf alte Technik. Das ist alles. Schade. Ich hätte Ihnen 2.500 bezahlt, wenn Sie einen kleinen Auftrag für mich erledigt hätten. Alles, was Sie tun müssten, wäre ein kleines Paket an einen geschätzten Kunden von mir zu liefern. Wirklich? Das ist alles?
Nehmen Sie das Angebot an? Klar, warum nicht? Das klingt nicht sehr engagiert. Ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie mir diesen Auftrag übertragen würden. Gut. Okay, wir lernen jetzt also, dass wir Aufträge machen können. In der verlassenen Station in der Nähe. Sobald Sie dort sind, gebe ich Ihnen weitere Anweisungen. Okay. Teleporter Prime Sense STA. Erdenwein. Also die Sachen wollte ich eh verkaufen, ne? Wir haben sogar die 4200, aber wir können es aber trotzdem machen. Weil warum nicht? Warum nicht? Dann machen wir doch den Auftrag. Finde die Container bei der verlassenen Station. Düs, düs, düs. Diese Station sieht mir nicht verlassen aus. Wie viele sind es? 5. Eins davon ist so eine fiese Viper. Ich wusste es. Lassen Sie sie nicht entkommen. Aua. Aua. Der haut mir ganz schön ins Gesicht. Ich habe 4 erwischt, aber die Viper ist entkommen. Ist das Paket noch da? Ist das Paket noch da? Ich sehe es nirgends. Was für Schiffe flog die Gruppe? Abgesehen von dieser Elite-Viper, 2 Madcaps, ein Aufklärer und eine Sniper-Drohne. Habe ich mir schon gedacht. Ich hasse die Typen. Sie wollten unbedingt was bei mir kaufen, aber ich habe sie abgewiesen. Sie haben nicht zufällig Ihre Adresse hinterlassen? Der Viper-Pilot hat sein Lager im Rodia Orbit. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mein Paket zurückbringen könnten. Das wird Sie aber was kosten. Erhöhen wir auf 3500? Klingt gut. Bin dabei. Da liegt noch ein Frachtmodul rum. Ein Stufe 2 Frachtmodul, aber da liegt ein Frachtmodul rum. Upp. Lila? Warum bist du lila? Aber weil du Stufe 6 bist. Kann ich das trotzdem schaffen? Ich meine, du bist eine beschädigte Drohne. Hab dich. Das geht doch. Wie die wohl hierher gekommen ist. Distanzrepeater. Würde gerne. Da wollte ich hin. Glaube ich, was Gutes eingesammelt. Ich muss einmal Stufe 4 werden, damit ich den Loot auch benutzen kann, den ich hier finde. Frachtmodul heranziehen. Das war das Thema. Das haben wir schon fertig. Da ist noch irgendwie ein Container. Den habe ich doch gerade gelootet, oder nicht? So, Sprung nötig. Dann springen wir doch mal. Hindernis erkannt. What? Orbit. Direkt bei uns um die Ecke. Aha, okay. Kurz über dem Planetenoberfläche.
Nimm das Altmetall mit. Hat der Händler dich geschickt? Ja, keine Tricks jetzt. Gib einfach zurück, was du gestohlen hast, und ich lass dich gehen. Oh, what the heck? Die sagen, ich wäre wie all die anderen. Aber damit ist jetzt Schluss. Hiermit werde ich auffallen. Ich hätte dich gewarnt. Hey, ich bin's. Entziert ihr Paket zufällig Viridiumfarbe? Aua. Ja, aua. Das ist es. Aua, meine Panzerung. Den Hänger erwartet sie bereits im Outer Rim. Holy. Sie wissen schon, dass Viridium-Produkte illegal sind. Hey, ich bezahle sie nicht fürs Fragen stellen. Verstanden. Das Energiesferngenerator, wie war ich hier schon mal? Mir so bekannt vor. Wie war ich schon mal? Das kommt mir alles sehr bekannt vor hier, die Stelle. Bin ich, glaube ich, schon mal durch? Genau, hab mir hier die Loots geholt. Die Loots-Knuts. Entsprechend können wir hier, glaube ich, auch wieder raus. Hier habe ich schon wirklich viel gelootet. Dass er so ein Säure-Shit gemacht hat, ist ekelhaft. Der hat uns jetzt super viel gekostet. Unbekanntes Signal. Unentdeckter Ort. Hey, schau an. Ressourcen. Zeit zum Shoppen. Ich glaube, ich würde gern das machen. Das macht nichts. Ressourcen, Zeit zum Shoppen. Welche Ressourcen denn? So, wir sind Stufe 4, fällt mir da gerade auf. Mindestens eine deiner Ausrüstung passt nicht zu deiner Spielstufe. Du kannst einen besseren Gegenstand kaufen oder finden, aber du kannst auch bestehende Ausrüstung modifizieren und neue Gegenstände herstellen. Um einen Gegenstand herzustellen, wähle Herstellen auf einer leeren Frachtslot. Bestehen gegen zu verändern, wieder modifizieren und entsprechend. Okay. Das ausrüsten und zerlegen. Gessel zerlegen das. Distanzrepeater. Kinetikschaden. Du bist der, der für uns die Kinetik-Sachen macht. 36. Machst aber trotzdem mehr als die Strahlenkanone. An Nicht-Kinetik. Berät Hüllentrefferpunkte, aber das macht nur Hülle, das macht gar nicht. Oh, damn it. What the? Ich glaube, das hat wieder keine Reichweite, wa? Yo, knallt es. Wow. Aua. Can you stop this? Holy. Wo sind jetzt andere Ressourcen? Ein Containerli. Credits einfach. Gib mir die Credits. Stimmt irgendwo noch bei diesen größeren Asteroiden hier. Da gibt's bestimmt auch noch was zum Looten. Hier ist irgendein Asteroidenfeld? Ja, genau. Sag ich doch. What?
wurde einfach Sachen um mich geworfen. Inklusive einer Mine. Wurde einfach eine Mine mir in den Kopf geschmissen. Absolute Frechheit. Wer schmeißt einfach Minen um sich? Oh, hier sind wirklich viele Ressourcen. Da ist auch noch ein Container liegen. Öffnen. Energiezellen, Credits. Gönne ich mir alles. Wir haben Gesellschaft. Muss das sein? Jetzt haben wir keine Minen mehr, oder? Wait, da habe ich noch Credits liegen lassen. Ich will die Credits haben. 200 Credits ist schon ordentlich, gerade am Anfang. Also müssen wir hier noch mehr erkunden, glaube ich, in dem Bereich, um noch mehr Ressourcen zu finden. Oder ich sage einfach, hat ja auch schon gereicht. War schon ganz gut. Wir holen uns erstmal die 3000 Credits ab, die wir noch uns gönnen sollen. Bei dem anderen Händler, Cito Outer Rim. Weiter. Seid ihr die Typen, mit denen ich mich treffen soll? Hast du das Paket? Ja, hier. Ha, mit dieser Lackierung fällt endlich auf. Eine Lackierung? Wir werden sehen, dass wir nicht wie all die anderen sind. Eine Lackierung? Bin ich hier der Einzige, der nicht gerne auffällt? Zeit zum Händler zurückzukehren. Oh, fuck. Alter, liegt noch ein... Also, Schiffsfrackler. Kleidung, Credits, gewöhne ich mir. So, die fliegende Holländerin ist es nicht. Wie soll denn da jetzt hin? Düss. Ich will aber endlich eine Lackierung haben. Sehr gut. Aber was ihre Kunden angeht... Zwei Madcaps, ein Aufklärer, eine Sniperdrohne und eine Elite-Viper? Ja, was für ein wilder Haufen. Die muss man einfach... Das war genau die gleiche, mit der wir gekämpft haben. Die unterscheiden sich überhaupt nicht von der Gruppe, gegen die ich für sie kämpfen sollte. Nee, gibt einen Riesenunterschied. Kommen Sie mal in meinen Shop, dann sehen Sie's. Der eine handelt, der andere nicht wahrscheinlich. Einer voll bezahlt, der andere nicht. Das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied dafür. Ich bin gerade noch am Schnellfliegen. Aber wie komme ich so schnell hinterher? Hui. Andocken. Kann ich geschossen werden? Ausgezeichnete Arbeit. Hier sind Ihre Credits. Prima. Nom 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 nom. Danke. Gern geschehen. Als die beiden Viper-Piloten wegen der Farbe herkamen, ist der Erste reingeplatzt, hat das Geld auf die Theke geknallt und gesagt, was er wollte. Der andere hat erstmal gefragt, ob es okay wäre, wenn er hier andockt. Hm. Als ich ja gesagt habe, hat er sich bedankt. Irre, oder? Das ist erstaunlich.
Das Leben hier draußen ist hart und voller Gewalt. Kaum jemand behandelt seinen Nachbarn mit Respekt. Der war nett. Das ist der Unterschied. Ein freundliches Danke zu hören, bedeutet mir daher echt was. Manchmal sind es halt die kleinen Dinge, die uns einzigartig machen. Ja, richtig. Also dann danke für die Credits. Sehr gern geschehen, mein Freund. Donk. Wir reparieren uns noch. Emblem, Auswahl reparieren. Munition auffüllen. Kaufen. Und im Shop können wir hier den Shit verkaufen, den wir eh noch unterwegs gefunden haben. Weil die eh noch gelb sind. Die Gatlin kann ich, glaube ich, wahrscheinlich auch zerlegen. So, und wir müssen jetzt das Prime Sense STA kaufen. Ein Systemscanner aus der Vorkriegszeit kommt sofort. Sagen Sie, kennen Sie eine Krankenstation in der Nähe? Die nächste ist wahrscheinlich auf der Prescott-Sternenbasis in Union. Und hier in Cito? Sie machen Witze, oder? Wir brauchen ja keine funktionierende. Hat sich noch nie jemand um solche Infrastrukturen gekümmert. Nicht einmal während des Krieges. Ich verstehe. Danke. Kein Problem. So, wir können Energiezellen, Booster kaufen. Achso, aber unser Booster ist auf Level 1. Und daher einen Booster kaufen, gar nicht so eine dumme Idee. Geschwindigkeitssteiger nicht so hoch, aber Aufladegeschwindigkeit ist dafür höher, Beschleunigung, Energiekapazität. Kaufe und verkaufe aktuelles. Kaufe und lagere im Frachtraum ein. Wir wollen das zerlegen, für irgendwann mal herstellen können. Eco-Booster. Magnetische Implantate. Cruise Booster. Plasma, Eis, ne, können wir Plasma kaufen. Brauchen wir aber einiges von. Kleine medizinische Dosenrahmen. Das sind die Sachen, die wir gekauft haben. Lenkraketen. Was? Getunter Energiekern. Abgabe Waffen, Abgabe Schild. Der ist auch deutlich besser als den, den wir haben. Kaufe und so. Und zerlegen. Dann können wir nämlich auch Energiekerne herstellen. Neues. Frachtslots plus 1, Präzision minus 5 wird wir verlieren. Teleporter. Ist halt eine andere Art von Routine. Welche Defensivroutine haben wir denn jetzt eigentlich? Wo sehe ich denn die? Schiff, wir haben die Powerboost-Routine. Haben schon einmal geupgradet. Kann sie aber zurücksetzen? Speicher. Oh, mit den Speicherkalibratoren. Okay. So, so dürfte man den Energiekern gewöhnlich herstellen. Wait, Seltenheit wählen? Also, das kann man ja nur. Schneller ja, switchen. Ja, weiß ich nicht, wie ich den Teleporter haben will. Ich glaube, ich eigentlich nicht. Können ja ein paar kybernetische Implantate kommen, wobei die gerade nicht so geil sind. So richtig weit fliegen können wir auch noch nicht, von daher lohnt sich das, glaube ich, auch noch nicht. Da wirklich viel zu kaufen und Handel zu haben. Dax, bitte komm, Dax. Gibt es Neuigkeiten? Ich habe gerade den STA gekauft. Und rate mal. Hier draußen gibt's keine Krankenstation. Ich habe dir gesagt, dass wir was finden werden. Mit etwas Zeit. Ich habe keine Zeit. Warum habe ich das Gefühl, dass du mich nur benutzt, um deine schrottige Station kostenlos aufzumotzen? Da ist Stress. Ich musste dich hier nicht aufnehmen oder deinen Freund in meine Gefriertruhe stecken. Ich versuche dir zu helfen, aber wir müssen es auf meine Art machen. Oh, da kommt mit Geduld die. Und unter dem Radar. Da kommt die. Das dauert viel zu lange. Flotte. Für Menschen wie uns ist es, wie es ist. In der DMC gibt es keine Abkürzung. Es sind bestimmt die Bösen, die ich nicht haben will. Bist du noch da? Sprich mit mir. Ja, ich bin da.
Ein Frachtkonvoi für GNB ist gerade eingetroffen. Komplett automatisiert, kaum bewacht und voll bepackt. Ich will verdammt sein, wenn die keine Sanitätskapsel dabei haben. Loot, 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 loot. Oh, die sind wieder weg. Verdammt. Oh, ich dachte, ich kann dir ein bisschen Loot gönnen. Weißt du noch, was ich darüber gesagt habe, uninteressant zu sein? Damit piekst du genau den Leuten ins Gesicht, denen wir aus dem Weg gehen wollen. Tut mir leid, Dex. Mein Freund steckt in Schwierigkeiten und das ist meine Chance, ihm zu helfen. Zugang vorbei. Der Konvoi ist KI gesteuert, es gibt nur ein paar Wachen. Vielleicht schaffe ich sogar die Ausrüstung ganz ohne Ärger zu stehen. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Ist das denn? Wenn diese Operation schief geht, geht das auf deine Kappe. Kapiert. Bin nichts anderes gewohnt. Was ist das für eine Markierung? Abreisen, oder? Oder muss ich es beschießen? Oh, Containerchens. Nochmal besseren Booster mit Höhlenstärke. Kristalldiode. Sollen wir uns einfach mal? Was ist das hier für ein Container? Die liegen überall einfach Container rum. Das ist ein geiles Weltall. Bauplan freigeschaltet. Dann nehmen wir es mit. Das Geld liegt auf der Straße. Du musst es nur aufheben. Das Geld liegt auf der Straße. Du musst es nur aufheben. Und der schwebt im Weltall rum. Du musst es noch aufheben. Unbekanntes Signal. Fast in genau die gleiche Richtung. Was geht hier ab, Leute? Eine Basis? Hier? Schätze, ich sollte mich darum kümmern, bevor ich verschwinde. Das ist eine Basis. Was machst du da? Altmetall und Plasma. Das gönne ich mir doch. Das Plasma brauchten wir noch. Oh. Kurz, glaube ich, wegboosten. Ich sehe hier nichts. Distanzlenkraketen. Distanzlenkraketen. Hör ich ziemlich gut an.
Nee, ich erfolgt? Nee, nicht so wirklich. Basis ist gar nicht so einfach hier. Ein bisschen Kommunikation platt machen, glaube ich, ist gut. Ups. Ich habe meine Ulti aktiviert, aus Versehen. Den Bombenwerfer sollte ich, glaube ich, in Ruhe lassen. Er ist mir zu heftig. Er haut mir ordentlich ins Gesicht. Den ganzen anderen Loot hätte ich eigentlich ganz gerne. Credits sind immer gut. Doch einfach hier nur eine XP-Farm oder was? Ist der Bombenwerfer wieder? Den will ich eigentlich gar nicht. Wie steht denn sie da? Wieder mal aussehen, meine Ult aktiviert. Das war nicht smart. Muss man hier weg. Ich wollte doch eigentlich nur looten! Dass ihr das nicht gut findet, finde ich nicht okay. Aua! Es kommen immer mehr! Ich muss mal hier weg, ich habe jetzt schon ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, ich sollte hier abhauen. Ich wollte eigentlich nur den Loot haben.
wollte eigentlich nur den Loot haben, der hier noch rumfliegt. Ein Bauplan zum Beispiel. Das ist neu. Oh, Thermokanone. Nur wenn ich hier was zerschieße, kommen dann noch neue raus. Deswegen will ich es eigentlich ein bisschen sein, dass noch mehr rumzuballern. So wie es mir jetzt schon nicht so gut geht. Dieser blöde Bombenwerfer. Keine Ahnung, kann ich das komplett vernichten? Wahrscheinlich schon. Wir müssen aber den Bombenwerfer, glaube ich, ein bisschen ausweichen. Da ist eine Kiste. Mit ein paar Credits drin. Das ist nicht so viel. Oh. Das ist der Bombenwerfer. Den will ich nicht haben. Die Jäger sind schon heftiger. Medizin. So, die Frage ist, kann ich den Bombenwerfer mit einer Ult zerstören? Wäre die einzige Variante, wie ich das versuchen könnte. Und wahrscheinlich muss ich mich dafür ganz schön von hinten irgendwie von der Ecke anschleichen. Kann ich. Der Stufe Treibstofftank, Energiespulen. Ich habe da noch Sachen, die ich zerstören muss, damit ich hier die Outlaw-Basis zerstören kann. Das ist ja eine übelste Arbeit. Energiespulen sind sie noch. Ich glaube, die meisten Widerstandsanlagen habe ich jetzt aber zerlegt. Boom, Schakalaka. Okay, weiter geht's. Schalt den Anführer aus. Reichweite. War das nicht der Anführer? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre der Anführer gewesen. Ich glaube, ich habe sie zerlegt, die Basis. Das war ja gar nicht so einfach. Aber wir haben sie kaputt gemacht. Wir haben natürlich auch jede Menge Loot dafür gekriegt, jede Menge Shit. Wie ein bisschen Pause zwischendurch immer. Durch erstmal raus cruisen. Boom. Ja, jetzt geht's uns natürlich nicht mehr so gut. Sogar unsere Hülle wurde schon beschädigt. Nee, jetzt will ich nicht mehr aufs Notsignal reagieren, danke. Können wir mal ausrüsten, dann können wir die hier zerlegen.
Die wollen wir wahrscheinlich auch zerlegen. Da haben wir nämlich auch die Gatling freigeschaltet. Als Bauplan. Bin nicht ganz klar, wofür man diese Bauplanmechanik einbauen musste, weil es eh nur um 3 ging, dann hab ich's. Aber naja. Sorgt halt dafür, dass man immer so eine Minimalvariante hat. Gut, sie werden immer noch im Transit festgehalten. Was auch immer das bedeutet. GND führt eine Bestandsaufnahme seiner Sendung durch, bevor diese an die einzelnen Stationen verteilt werden. So habe ich Zeit, nach der Sanitätskapsel zu suchen. Und die Überwachung? Keine Sorge. Die entdecken mich nicht, wenn ich es schaffe, den Strahlen des Scanners auszuweichen. Mm. Und die kann ich manipulieren, indem ich die Terminals hacke. Okay. Kein Problem. Okay. Klingt wild. Ich habe mit dem Scanner 3 Kandidaten identifiziert, die medizinische Ausrüstung bei sich tragen könnten. Gehen wir die Dinge ein bisschen langsamer an. Das okay. Sollte mir ein paar Sekunden Zeit geben. Keine Medizin. Fässer mit Socken. Toll. Wow. Wurde es jetzt wieder schneller? Einiges an Loot und Credits doch dann zusammen. Noch mehr Rahmen. Wenn ich mich bedienen kann bei dem ganzen Shit. Solarkollektoren, die will ich ja keiner in dem System haben. Irgendein Technikkram. Warum nicht? Wow. Er kam schneller zurück, als ich dachte. Ich dachte, da habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Kommt schon. Wo bewahrt ihr die medizinische Ausrüstung auf? Oh oh. Kann ich das nochmal hacken? Ich kann das nochmal hacken, ne? Du. Förderausrüstung. Immer da, wo man zuletzt sucht, ne? Wenn man es schnell hätte machen wollen, hätte man direkt hinten anfangen. Dann kriegt man halt auch viel weniger Loot. Waffen. Bitte geben Sie eine Autorisierung für medizinische Ausrüstung ein. Großartig. Dex? Ja? Ich habe die Sanitätskapsel gefunden, aber sie untersteht einer höheren Sicherheitsstufe. Haben wir was zum Schlösserknacken in unserem Hangar? Wenn ich das Ding zur Basis bringen kann, bekommen wir es vielleicht geöffnet. Wir haben vielleicht etwas, aber wie willst du eine ganze Kapsel mit Supralicht bewegen? Das werde ich nicht. Das wird sie ganz von selbst tun. Ich muss nur den Hauptserver erreichen. Schadensboost Energieelektron. Muss nur den Hauptserver erreichen. Hacke das Distributionsterminal. Okay. Ist schon cool, diese Mission. Das
So, Distribution Terminal, da oben. Wir haben so ziemlich alles mitgenommen, was wir konnten. Hallo. Mal sehen, ob meine alte Signatur ausreicht. Die alte Signatur ist doch offensichtlich, dass dann... Wait, wenn dann nach dir sucht, kommen doch alle hierher gedüst. Bin drin. Oh oh. Überschreibe Koordinaten. Oh oh. Überschreiben erfolgreich. Distribution nach Rodia 2. Oh oh. Lieferung kompromittiert. Initiere Abriegelung. Leite verbleibende Fracht zu Bergbau Außenposten um. Verbleibende Fracht zu Bergbau Außenposten? Lieferung kompromittiert. Das hat er erkannt. Hey, was ist los? Ich verschwinde besser von hier. Sag mir, was passiert. Keine Zeit, ich muss verspringen. Sprungantrieb! Boom! Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Dann machen wir das doch. Gerade angekommen. Perfekt. Schnell rausgedüst. Dein Arsch sofort wieder hierher. Wir müssen uns unterhalten. Viel zu frohes Risiko. So entdeckt man uns doch. Ich muss untertauchen. Was soll denn das? Das Risiko ist viel zu groß. So was können wir nicht mehr machen. Notsignal. Notsignalen sollten ja theoretisch relativ easy sein. Die wollen meistens nur so ein bisschen Hilfskram haben. Ich weiß nicht, was man dafür kriegt. Wir sind von Minen umgeben. Können Sie uns helfen? Halten Sie durch. Ich komme. Oh oh. Minen, die so nah dran sind, sollte ich lieber greifen, statt auf sie zu schießen. Alle 5 Level wird ein Satz von 3 neuen Spielupgrades freigeschaltet. Wähle ein Upgrade nach deinem Geschmack oder keines, aber warum solltest du? Denk dran, dass du deine Aussicht später jederzeit ändern kannst, wenn du in deiner Station angedockt bist. Sie haben mich im Visier. War noch gerade noch irgendwo. Ich dachte, die wäre noch Kram gewesen. Egal, machen wir erstmal die Minenräume. Sollten wir greifen, statt so drauf zu schießen. G&B-Frachter. Wait a second. Wir kommen nicht her. Okay. Oh, what the fuck? Das ist aber... schwierig. Okay, ich habe nicht verstanden, wie ich das machen soll. Okay, ich muss sofort greifen. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Ich wollte A drücken. Wir saßen da draußen echt in der Klemme. Aua. Danke für die Hilfe. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Warten wir nicht so schwierig. Ich glaube, dafür gab es Credits.
tatsächlich. Was ist denn das hier eigentlich für ein Riesenschlachtschiff, was hier einfach rumfliegt? What the fuck? Das realisiert ihr jetzt erst, dass das ein mega Schlachtschiff, was einfach hier zerrissen rumfliegt. Yo. Das sieht so cool aus. Also... mega nice. Aber wir sollten zurückkommen, hieß es. Dann machen wir das auch mal. Hat ein bisschen was von Freelancer von früher. Da fehlt nur noch der Schifftausch. Finde ich. Düs, düs, düs. Rodia 2. Geht direkt eine Zwischensequenz über, bevor ich richtig dran bin. Was hast du dir dabei gedacht? Wir dürfen nicht auffallen. Wie hast du das Ding überhaupt umgeleitet? Mit meiner GND-Signatur. Das ist nicht so. Ich muss das tun. Für Ben. Es wird schon gut gehen. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Kann ich verstehen. Dann lass mal sehen, was wir da haben. Das ist ein medizinisches Labor. Schlachten wir es aus und lassen die Drohne irgendwo verschwinden. Tja. Da ist noch ein Typ drin. Sieht aus, als hättest du meine Ärztin gestohlen. Ist doch perfekt. Wir brauchen doch jemanden, der Leute verarztet. Sie muss von meiner Basis runter, bevor sie aufwacht. Wirf sie raus! Hey, ganz langsam. Was hast du vorhin über Vertrauen gesagt? Vertrauen ist ein seltenes Gut in der DMC. Missbrauche es nicht. Warum bist du so sicher, dass sie uns verrät? Weil sie zu GMB gehört. Klar macht sie das. Bei der ersten Gelegenheit. Sie ist Ärztin. Wir könnten sie überreden, uns zu helfen. Für Ben. Tja, du bist ein Klon. Ich sollte nicht erwarten, dass du menschliches Verhalten verstehst. Was? Das ist doch... Hey, Klon ist auch Mensch. Denk nochmal drüber nach. Wir tauen sie auf und lassen sie selbst entscheiden. Wenn sie uns nicht hilft, können wir sie immer noch bei einem GNB-Außenposten rauswerfen. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Warum ich hierher zurückkommen musste. Diese Tiefkühltorte könnte alles ruinieren. Tiefkühltorte. Wenn mehr hinter all dem steckt, solltest du es mir sagen. Es gibt etwas sehr Wertvolles in der DMC, worauf ich all die Jahre gewartet habe. Ein großer, einfacher Job. Es könnte mein Freifahrtschein hier raus sein. Und deiner auch, wenn du mitspielst. Okay. Jetzt bin ich neugierig. Ich auch. Komm in den Kontrollraum und ich erkläre dir alles. Ich konnte eine Nachricht an meinen Kollegen Maddox schicken. Er ist auf der Prescott-Sternbasis im Union-System. Aber ich kann das Sprungtor nicht nutzen. Du könntest mir dabei helfen. Weil wir es nutzen und dort können? Dort ist dieser mysteriöse Job? Nicht ganz. Wie gesagt, Maddox ist dort. Und es gibt noch mehr Leute, ohne die wir den Job nicht durchziehen können. Sag schon, wer sind deine Kollegen? Und worum geht es bei dem Job überhaupt? Alles, was du jetzt wissen musst, ist, dass es schnell gehen muss. Aber es wird sich für dich lohnen. Okay. Du willst also das Sprungtor nutzen? Genau. Und deine GNB-Signatur könnte mich durchbringen. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber es ist zu gefährlich. Ich kann dich ganz gut leiden und ich biete dir die größte Gelegenheit deines Lebens. Das geht doch alles nach hinten los, oder? Ich bin bereit, eine Tiefkühlärztin aufzutauen, aber wenn sie anfängt, Ärger zu machen, kommt sie durch die Luftschleuse. Oh. Bring mich nach Prescott und du bekommst ein Ticket raus aus der DMC. Warum können wir nicht einfach so wegfliegen?
Mit unserem neuen Scanner können wir jetzt einen viel größeren Bereich des Sito-Systems abdecken. Ich habe gerade die Umgebung von Nerea gescannt. Das hier kam dabei heraus. Grady und Brandt. Natürlich. Vielleicht kannst du bei deinen alten Kumpels ein paar Sprungtorschlüssel in die Finger kriegen. Mhm. Ich kann nicht zu meiner früheren Station zurück. Aber vielleicht klappt es auf der Neftis-Station. Wenn sie deine Signatur nicht als diejenige erkennen, die gerade ihren Verteilerhafen überfallen hat. Du überschätzt ihre Datenbanken. Vor einigen Wochen hat ein Aufseher sein gesamtes Team an Plünderer verraten. Als ich ging, war er immer noch als Mitarbeiter des Monats gelistet. Na gut. Aber bevor du gehst, musst du mir eine Sache versprechen. Die wäre? Wenn du die Schlüssel nicht kriegst, komm zurück und wir lassen uns was anderes einfallen. Nur bring nicht gleich ein ganzes Team von eingefrorenen Sprungtortechnikern mit. Okay, wir haben jetzt einiges. Moment, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Unentdeckter Ort ist hier noch. Unbekannte Region. Unentdeckter Ort, unentdeckter Ort. Unbekannte Region. Da waren wir noch, ne? Union Ridge, genau. Zoomen kann ich nicht, oder? Doch, kann ich. Situation, Schiffswrack. GNB-Fördergerät. Unentdeckter Ort. Area, unentdeckte Orte, jede Menge. Da gibt's noch ein bisschen was. Unentdeckte Orte in unserer Nähe sollen wir vielleicht mal machen kurz. Was bisher geschah? Upgrades. Ich kann mich selber upgraden. Halte 25% Schaden beim Boosten. Anstatt tödlichen Schaden zu nehmen, aktiviert sein Schild 10 Sekunden Besiegbarkeit gewährt. Das Schiff muss angedockt werden, damit es die Schildwelt wieder aufhübbar wird. Beim Ausschalten deines Feindes beginnt dein Schild sofort wieder aufzuladen. Okay. Wir könnten hier jetzt reduziert die Aufladezeit des Cruise-Antriebs reparieren. Ich würde gerne weniger fürs Reparieren zahlen. Ich habe nicht genug Isolationsgehäuse. Die müsste ich noch herstellen. Gadgets. Nanobots groß. Isolationsgehäuse. Herstellen. Vielleicht brauche noch eins. Jupp. Reparatur-Upgrade 1. Das sollte passen. Dann haben wir jetzt billigere Reparaturen. Haben wir jetzt, glaube ich, auch vor dem Reparieren gemacht, oder? Jupp. So, wir haben jede Menge Shit. Dich wollen wir theoretisch auch nicht hier haben. Dich wollen wir mitnehmen. Schadensbooster. Ausrüsten. Kleine Handelswaffen, Energiekern. Das können wir hier reinpacken. Jetzt haben wir jede Menge Lager. 23 mal Bekleidung. What the fuck? Das lohnt sich ja nicht, das zu zerlegen. Hier kann ich den Stil anpassen. Ah, ja. Schiffsanpassung. Finte und Freischalten. Lackieren, Lichtfarben, Scheibentönung und Schiffsmodule können in bestimmten Containern oder als seltene Zufallsbeute gefunden werden. Emblem erhältlich als Belohnung, wenn du dein Aussehen erhöhst oder bestimmte Nebenmissionen abschließt. Triebwerkfarbe erhältlich durch das Abschließen von Meisterherausforderungen. Eigener Stil. Lackierung. Standard oder metallisch? Himmelsfackel.
Heuer. Glanz. Irritiert auch. Hehe, jetzt habe ich quasi ein schwarzes, ohne ein schwarzes zu haben. Scheibentönung. Triebwerksfarben. Die kann ich, glaube ich, so lassen. Lichter. Embleme. Kein Emblem. Outlaw. Hockerflotte. Colonial Fleet. Rockfish. Grady and Brunt Defense. Grady and Brunt Mining. Grady and Brunt Trading. Da sind wir eher am Minen gefühlt. Schiffsmodule. Keine Option verfügbar. Okay. Nein! Also. Jetzt haben wir mal den eigenen Stil. Routinen-Upgrades. Meistern für eins. Ratgeber und Tutorial, Schiffsanpassung. Sieht mal ein bisschen hübscher aus, finde ich. So, wir wollten hier das da machen. Düs, unbekannter Ort. So, noch ein unbekanntes Signal hier. Hier sollte ich Ressourcen finden können. Sollte man hier finden können. Da ist schon mal wieder ein Containerchen. Containerchen. Irgendwie, da sind noch mehr Ressourcen. Sie ist schon. Kristall, Kristall. Alles abgeräumt. Da ist aber noch mehr.
haben wieder da Ressourcen gegönnt. Das sieht auch so aus, als wäre da noch ein Punkt. Caden. Da ist nämlich noch ein Containerchen. Sage ich doch, dass da noch was ist. Das sah so nach einem Point of Interest aus. Energieinjektor. Nicht genau, was man damit macht. Sagen, wir gehen mal da weiter jetzt. Dass wir quasi ein schwarzes hingekriegt haben, indem wir einfach weiß genommen haben und dann auf maximale Reflexion gestellt haben, finde ich ganz witzig. Bergbauruine. Die sind ja Stufe 2, die Jungens. Die Jungens und Mädelchens. Stufe 2 ist wahrscheinlich irgendwie Quatsch, dass ich mir hier viel gönne. Weil, nee, eine Stufe 5 Waffe. Yo, what the heck? Und sogar mehr Energieschaden. Okay, dass es hier Stufe 5 Sachen gibt, hätte ich nicht gedacht, wenn ich Stufe 2 Gegner treffe. Oh, okay. Bam, Kupfer. Ich bin mir sicher, ob das so cool ist, dass man das aufladen muss und dann... Den ganzen Minen-Scheiß. Oh, hallo. Präzisionskolgan. Der war besser in allem wieder. Sensor ist auch wieder in allem besser. Aber einen besseren Sensor. Bergfroine haut 100%. Aber bei den anderen Roten nie, ne? Eine Mainframe-Komponente. Die habe ich gebraucht. Wo kamen die denn jetzt her? Ist die vor uns gespawnt oder was? Das ist ein bisschen weird. Das ist ein bisschen so, als wäre die vor uns gespawnt. Na gut. Probieren wir mal das mit dem großen Range. Das ist ein chilliges Spiel. Zwei Lichtsekunden sollte ja dann easy peasy sein. Wir werden angegriffen. Mir reicht's. War vielleicht nicht die beste Entfernung für das, was ich hier mache. Juhu, wieder Schiffswracks.
Gatlin, Stufe 5 Gatlin. Macht halt sehr viel mehr Kinetikschaden. Ich glaube, ich deswegen auch so machen. Und die zerlegen. Noch was? Wir haben es überlebt! Alles gut bei euch? 1500 Credits gab das einfach. Yo! Und Loot! Das finde ich gut. Spirituosen, Kleinwaffen. Das ist ein gutes Event. Kurz ein paar Sachen platt machen. Finde ich gut. Platzter Distanzrepeater. Belegen wir dann wohl. Ist auch schlechter. Bauplan für Booster freigeschaltet. Kolgan. Wait, da ist noch was markiert. Da ist auch noch was markiert. Medizin. Medizin ist ein Handelsgut, ne? Glaube ich. Nehme ich gerade nicht durch. Ja, und jetzt hier mein Handelsgut, das braucht hier aber keiner in der Nähe. Warum auch immer das hier keiner braucht. In einem Bereich, wo es kaum Medizinversorgung gibt. Muss ich mir meine erklären. Voll cool, Asteroidengürtel. Aber Ressourcen gibt es ja nicht, ne? Lass mich gerade sehr auf meinen. Dingensbombs. Oh doch, hier gibt's Sachen. Die sieht man halt nur sehr, sehr spät. Krass. Okay, was sind die Diablo? Alten. Und noch ein Containerchen. Eine volle Ausrüstung. Notsignale nehme ich gerne. Notsignale sind relativ chillig bisher gewesen. Und gab auch nicht Credits. Kannst du mir helfen, mein Schiff zu reparieren? Ich schau's mir mal an. Einen kleinen Nanobot. Ja, hast du, bitteschön. Mann, danke. Keine Ursache. Ich muss hier raus. Wieder die Credits. Cruising. Wir sind hinter dem Sachen. Hä? Katzonk! Da rappelt's im Karton. Aber hier ist uns gerade nichts. Ich dachte gehofft, vielleicht noch ein bisschen Kram zu finden. Was sind da unten? G&B-Frachter. Ich kann die wahrscheinlich angreifen, ne? Will ich allerdings aktuell gerade nicht. Hinten sieht es aus, wie wir nach irgendeinem Gebäude stehen. Uppala. Aua. Bist du denn hier? Ist wieder so ein zerlegtes Frachterchen, ne? Habe ich sowas hier fühl? Habe ich die schon mal erkundet? Muss mir ein bisschen bekannt vor.
mir nicht helfen. Denn wirklich gehofft hier noch was zu finden, ne? Gelbes Teil. Signalfarben und so, aber ne, ich glaube, ich finde hier echt nichts mehr. Och, Short. Dass ich euch vermisst habe. Unbekanntes Signal. Gib mir mal das unbekannte Signal. Na, wenn das kein Jackpot ist. Hier kann ich Ressourcen auffüllen. Noch Fragen? Oh, das ist ein Bauplan. Ein blauer Bauplan, glaube ich. Katsching! Strahlenlaser-Bauplan. Kommt mal her, Jungs. Wenn ihr so ein Shit dabei habt, dann will ich doch zu euch kommen. Meine Sachen hier so explodieren oder was hier los ist. Wie hier so Ressourcen geben. Hat er mir gesagt. Muss ich noch die Ressourcen finden. Hier sind so Kristallshit dran, deswegen dachte ich, hier wären so Ressourcen irgendwo. Aber ich finde nur die hellblauen, die ich nicht abbauen kann. Da sind die. Auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Und da gibt es, glaube ich, noch mal was zum Gönjaminen. Genau, da gibt es noch ein Containerchen. Juhu, Container. Rahmen und ein bisschen Credits. Ach, Mann. Bei dem Riesending gab es nur eine Sache, die ich holen konnte. Wait, unten dort ist noch ein Container. Habe ich irgendwie nicht auf dem Blick im Schirm gehabt. Im Blickschirm, Schirmblick. Alles. Nanobots klein. Ausrüsten. Na gut. Dann düsen wir hier wieder weg. Leitstation wird angegriffen. Leitstation, bitte kommen. Leitstation. Wir stecken hier ein bisschen in der Klemme, bitte schickt. Ach, wem mache ich was vor? Rotti, Agneta, alle. Wir machen das alleine, Leute. Hey, brauchen Sie Hilfe? Oh, Soul sei Dank, Verstärkung. Und gerade noch rechtzeitig. Diese Schurken prügeln uns gerade windelweich. Also gut, los geht's. Kommt ihr her? Ganz ruhig, der Nix. Zielen bevor du. Ah ja, das ist viel besser. Ich
5 Tüten Chips? Oh, what? Dudes. Gut gemacht, Leute. Ich kann den wiedersehen. Die Gun. Erkundet weiter die Umgebung, während ich mich mit unserem Besucher unterhalte. Sir, wenn Sie nichts dagegen haben, hier anzudocken, ich würde gern mit Ihnen sprechen. Okay. Ja, kann ich gern machen. Andock, andock. Zonk. Ich habe noch nie gesehen, dass Outlaws so nah an das G&B-Gebiet herankommen. In der Tat. Sagen Sie, Sie kommen mir bekannt vor. Waren Sie schon mal hier? Nein, ich bin ein Wingman von der Alkione-Station. Wir haben ein kleines Problem mit dem Server, also wurde ich angewiesen, hierher zu kommen und ein paar Sprungtorschlüssel zu holen. Okay. Man hat sie also gar nicht als Verstärkung geschickt? Bürokraten. Eine Reihe Outlaw-Trupps steht vor unserer Tür und alles, was das Management interessiert, sind ein paar Sprungtorschlüssel? Ja, wir könnten doch helfen. Leid, aber sie wurden auf eine sinnlose Mission geschickt. Die einzigen Schlüssel, die wir erhalten haben, sind für meine eigenen Leute reserviert. Und wenn wir dir helfen? Keine übrig? Überhaupt keine. Nicht einmal, wenn ich mich um ihr Outlaw-Problem kümmern würde? Naja. In diesem Fall könnte ich mir vielleicht etwas einfallen lassen. Bevor Sie abreisen, werfen Sie einen Blick auf unsere Schiffsauswahl. Neues Schiff. Ist etwas dabei, das Ihnen ins Auge sticht. Neues Schiff. Dürfen wir erstmal hier den ganzen Shit verkaufen? Shop. Hier, nimm den ganzen Scheiß, den wir eh nicht haben wollen. Schnellfeuerrakete mit hoher Kapazität, keine Zielverfolgung, starke und große, langsame Ziele. So, was hast du jetzt hier? Quantenfalle. Jeder Schaden, dem eigenen Schiff zugefügt wird, wird auch für 14 Sekunden lang auf das Ziel mit 40% erhöhter Intensität angewendet. Präzisionsthermokanone. Macht sehr viel Energieschaden. Reichweite ist allerdings nicht so hoch wie bei dem, logischerweise. Aber 1500 Meter ist immer noch ordentlich. Minen, Lenkraketen. Komm. Packte Bienen, Coil Gun, Schild XC, Schild ST, Schiffshändler. Oh, verfügbare Jobs. Schiffshändler, es gibt insgesamt 9 verschiedene Schiffsklassen, die du bei Schiffshändlern kaufen kannst. Jedes Schiff verfügt über eine klassenabhängige Ult-Fähigkeit, einen zufälligen Satz klassenspezifischer passiver Fähigkeiten. Schiffe verlieren nicht an Wert, wenn du sie verkaufst und können daher jederzeit ohne Mehrkosten gegen ein Schiff der gleichen Stufe getauscht werden. Du kannst also ganz einfach verschiedene Klassen auswählen, diejenigen finden, die am besten zu deinem Schiff, zu deinem Spielstil passen. Nice. Neben mittleren Schiffsklassen wie deinem Sentinel gibt es auch leichte und schwere Schiffe. Schwere Schiffe können einiges einstecken, sind aber schwieriger zu manövrieren. Leichtschiffe können dank ihrer hohen Geschwindigkeit und Wendigkeit feindliche Erfolge gut ausweichen, halten aber nicht viele Treffer aus. Schiffshändler erneuern regelmäßig ihr Angebot. Sie beginnen mit dem Austausch ein paar Minuten, nachdem du das Gebiet, in dem der Shop befindet, verlassen hast. Wenn du den Shop nach etwas einer Stunde wieder besuchst, sind alle Artikel ausgetauscht worden. Okay. Jäger der Striker-Klasse wurde für den Schnellangriff voller Preis. Preis bei Entzahlung. Achso, ich kann meins behalten. Oder meins, was jetzt in Zahlung geht, dann wären es 16.000. Jäger auf der Vanguard-Klasse. Gewinnen bei Entzahlungnahme, da kriegen wir sogar noch was. Spezial-Ranger, Spezial-Überladung. Bomber-Striker. Jeden Gegner innerhalb von 500 Metern maximal 30%. Ult Quantenkette. Verwandelt das Ziel in einen Knotenpunkt, der mit bis zu 5 umliegenden Gegnern verbunden wird. Diese erhalten den gesamten Schaden, der dem Ziel zugefügt wird und jedem Gegner verbundenen Feind um 5% erhöht. Passive Fähigkeiten. Die Aktivierung der Quantenkette repariert sofort 50% der Panzerung. What? Schildkennerzeugung, ein Schildbonus.
Panzerung plus Hülle. Traktorstrahl, Geschwindigkeit, Wendigkeit. Schiffslots. Primärwaffen 3, Sekundärwaffen 2. Was ist unten? Da ist schon mal Frachtraum 20. Das ist ein schweres Ding, oder? Weil er hat doch Ark 9000, voll eine riesige Sphäre der Zerstörung ab, der Feind der Umgebung beschädigt und beim Aufprall explodiert. Sekundärwaffen verwenden Energie anstelle von Munition. Typ schwer, genau. Klasse Bomber. Fortschrittliche Replikator-Technologie ermöglicht es, dem Kampfschiff der Bomberklasse Sprengköpfe nur durch Einsatz von Energie zu replizieren und die Schiffshülle mittels an feindlosen Schaden wiederherzustellen. Schilde und Panzerung haben bei dieser Schiffsklasse Vorrang vor der Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Die hat massiv viel alles. Also 4% erhöhten Schaden pro 100 Meter Abstand zum Ziel. Macht das Schiff für Feinde unsichtbar und macht das Schiff. Was? Macht das Schiff für Feinde unsichtbar und macht das Schiff für Feinde unsichtbar und. Jetzt wird die Chance auf kritische Treffer, also auf deren Schaden erheblich. Das Abführen der Waffen oder Aktivieren von Routinen unterbricht die Tarnung, aber das Zerstören des Feindes stellt sie wieder her und verlängert die Dauer um 2 Sekunden bis zu einer maximalen Verlängerung um 20 Sekunden. Ja, das ist halt dann die Railgun und so sind dann schon ziemlich fett. Kann aber halt, ist halt viel schneller, kann aber viele Sachen nicht tragen. Alle Routinen sind plus 1 hochgeschlossen bei Benutzung. Eine Routine wird für 5 Sekunden eine zusätzliche Waffe in Betrieb genommen. Setzt sofort alle Routinen auf den Zeiten zurück und setzt einen riesigen Schwarm aggressiver Mikrobots frei, die alles auf ihrem Weg verschlingen, wobei sie das aufgeschaltete Ziel vor uns bei ihrer Rückkehr stellen. Sie Hülle und Panzerung in der Höhe ihrer vorherigen Schaden wieder her. Nahkämpfer, Quantenkette, Wendigkeit. Wurde für das schnelle Angreifen von Mehrfachzielen entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Schadenswirkung, wenn große Feinde in den Kampf eintreten. Spezielle Schubzeugen bringen schon aus des Geschehens. Gewinn bei Inzahlungnahme. Er ist genauso gut wie jetzt und wir haben die gleiche Ult. Primärwaffen haben erhöhte Feuerrate. Sieht halt nur hübscher aus oder cooler aus. Das ist wieder ein schwerer, ne? Nee, mittel. Wendigkeit, aber nicht so schnell. Energiewandler, Waffen verbrauchen Booster-Energie, nachdem die Waffenenergie leer ist. Erhöht erheblich den Waffenschaden und die Feuerrate und liefert unbegrenzt Energie. Das Abschießen eines Gegners verlängert die. Okay. Aber du bist jetzt schwer. You Gunship. Schützturm, der nach Aktivierung von einem Projektil auf deine Gegner abfeuert. 4 Primärwaffenaufhängungen für doppelten Schaden und doppelten Energieverbrauch. Drohnenarchitekt. Was ist ein Drohnenarchitekt? Der Kampfschiff der Windikette-Klasse baut Wrack-Trailer auf dem Schlachtfeld zu Kampfdrohnen um. Übertaktete Schilde kompensieren den geringen Schutz durch Panzerung. Der an der Boot befindlichen Drohnenhardware weichen musste. Zerstörte Einheiten lassen manchmal einen Wrack, das in einen verbündeten Drohnen gewandt werden kann. Von diesen Drohnen können 5 gleichzeitig aktiv sein. Zusätzlich erhält das Schiff 100% erhöhte Schildkapazität, die um 20% pro aktiver Drohne wieder reduziert wird. Erhöht die Feuerrate von Drohnen und lässt sie gemeinsam als das angeschaltete Ziel angreifen. Konstruiert vorübergehend alle fehlenden Drohnen für die Dauer des Effekts. Quantenkette Spezial Nahkämpfer. 2 Nahkämpfer-Varianten hier. Und ein Bomber. Der halt einfach Sekundärwaffen für eine Energiestelle von Munition. Das heißt meine Raketen, ne? Ha!
Die Raketen verbrauchen Energie statt Munition. Boah, das klingt eigentlich ganz geil. Und ich werde unfassbar tanky, nur halt unfassbar langsam. Ich überlege mir das nochmal kurz. Ich bin gleich wieder da.